Oh mein Gott. Nö, ich hab nichts gegen Regen, aber bei Redux ist der schon ein bisschen heftiger. Ist eigentlich schon schön. Man dürfte jetzt eigentlich gar nicht mehr hören, wenn ich hier auf der Tastatur rumtippe, ne? Also so wie vorher. Vielleicht ab und zu mal. Wer hat das Wetter bestellt? Ey, lass mich drüber reden. Was ist denn das für ein Krankwetter? Mein Lieblingswetter, Bruder. An deinen Regenschirm? Nee. Wollen wir uns nicht da drunter stellen? Können wir machen. Ja, aber. Jammer. Hört es. Was ist deine Freundin? Was meinst du? Wo ist die Jazz? Frag sie doch mal. Die ist bestimmt arbeiten. Spiel ist geändert. Ist nur nicht aktualisiert bei dir. Hört es, rat mal, wo Mila ist. Im Gefängnis. Nee. Wo denn? Zwei Antwortmöglichkeiten. Sag. Nächste ist es. Beim Krankenhaus. Nee. Nein. Eine. Dann Strand. Mein Gott, Klamottenladen. Der Hund? Ich dachte, du errätst das sofort, weil die immer im Klamottenladen ist. Wo ist denn Johnny? Noch nicht gesehen. Ich weiß nicht. Ich hab schon. Was machen wir überhaupt? Keine Ahnung. Ich dachte, heute ist Halloween. Ich hab mich verkleidet. Ne, heute ist doch wieder Geiselnehmer Samstag. Also. Ah. Dann passt meine Verkleidung, ja. Aber das Wetter scheiße für eine Geiselnahme, ne? Ja. Vielleicht haben wir Glück. Die sollten die auch echt auf morgen verschieben. Sonntag ist ein besserer Tag. Weiß jemand, ob Jack gestern Klamotten gekauft hat? Ja, haben wir gemacht. Ah, der Jax hat eine Olle abgeschleppt. Ja, ja. Die ist Pänchen. Die blind? Nee, nee. Weit wie hoch? Vielleicht will die nur sein Geld. Welches Geld? Ja, der hat doch Geld. Nee. Bruder, der ist ganzen Tag auf dem Dings. Auf dem Feld. Ja, der macht nur Minus. Wird immer hochgenommen. Jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, sitzt er im Knast. Junigen nicht dran. Ja. Ja, wir müssen noch Autos kaufen, ne? Wie? Glaube ich. Willkommen. Was? Bist du Klamotte? Ja, gleich noch Friseur, dann komme ich wieder. Okay, bis gleich. Bis gleich. War schon wieder Lautsprecher? Nee. Ja, ja. Nein. Nein. Ja, wir wollten doch zum Airport hingehen, ne? Was für ein Airport? Der unten, da dieser Laden. Diese Tuning-Werkstatt. Ja, ja, ja. Und da wollten wir doch dann so zwei Autos noch reinstellen, mit Essen auch. Hä? Ohne Nummernschild. Okay. Und eins nach vorne, so damit direkt, ein bisschen Schuss halt. Direkt Schuss. Die Feder aufmachen. Ja, aber war klar, dass sich wieder keiner drum kümmert. Lass so ein Taco-Van kaufen. Ich hab schon gestern so gedacht, klar. Das wird eh nichts, weil gestern nichts los war hier. Gestern nichts geplant wurde und heute wieder alles schnell, schnell, pass auf, das wird so. Ja, machen die Käsescheine, machen gar nichts. Nö. Das weiß ich nicht. Nö. Der, eigentlich müsste Jack sich gestern mal den getroffen haben. Ja, mit haben dem wir. Holy oder so. Ja, Jack? Mit Holy und mit Jack. Candle. Achso. Und die haben jetzt auch schon Klamotten und Maske. Ja, wir haben die zusammen gekauft. Und das mit der Uhr haben wir auch, machen wir auch. Eigentlich glaube, wollten ja. Wir ja jeder Geisel das gleiche anziehen, was wir auch haben, ne? Ja, machen wir auch. Okay.
Glaube und die ich. Alle anderen. Ist jetzt doch eine Geiselnahme, oder was? Ist jetzt doch Geiselsamstag, oder was? Ja. Wir machen erst diesen Angriff an den Jobs wieder. Und danach Geiselnahme. Warum auch immer. Warte mal. Ich weiß nicht warum. Warte mal, wir haben letzte Woche Geiselnahme gemacht. Da haben wir uns gefragt, warum machen wir das eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sagst du mir. Jamal, wir haben jetzt vorgestern einen gezielten Angriff gemacht mit 23 Leuten, ne? Ja. Auf diese ganzen Liquor Stores und so. Ja. Wir haben damit mehr Geld gemacht, als mit einer Geiselnahme, die 6 Stunden läuft und wo verhandelt wird. Aber jetzt, warte mal, jetzt gehen wir Shops hochnehmen und danach machen wir Geiselnahme. Memo, du bist so ein dreckiger, ekelhafter, kleiner Mistsau, ne? Du bist so eine Missgeburt, ne? Wie du dir in deinen scheiß Rachen wichsen lässt. Nächstes Mal nehme ich das auf, wenn alles klingelt. Dreck mich nicht auf. Okay. Bah, du bist so ein ekelhafter. Egal, das sage ich nicht. Ja, warum? Weil du ekelhaft, du Drecksau bist. Nein, es geht nicht um mich. Was kotzt du dir in deinen Mund, du Schelgen? Okay, red weiter. Viel Spaß im Knast, Herr Damm. Mir doch egal. Ich weiß auch nicht, warum wieder Geiselnahme. Oder ich hab schon wieder vergessen. Wer ist denn die hübsche Elfe hier? Aber Fakt ist, dass wir mit den Shops mehr Geld machen. Viel mehr Geld. Ja. Kriegen wir es hin, dass die Kiez-Leute ganz kurz alleine mit den Geiseln da drinnen sind? Warum? Damit das so wie letzte Woche endet, ja? Kann vielleicht nur der Kiez reingehen mit den Geiseln? Wir holen die Geiseln und die gehen rein mit den Geiseln. Ich habe mir auch schon überlegt, dieses Mal draußen zu bleiben, ne? Weil ich habe keinen Bock, da 5 Stunden rumzusitzen. Ja, wir bleiben alle draußen. Ich habe keinen Bock da drauf. Gehen rein, dann ist das aufgeteilt. Ja, Zahnschmerzen. Ja, wir sind Notfalltruppe. Wir schießen eh wir besser. Sind Einsatzkommando draußen. Wenn die stürmen, dann stürmen wir auch. Oder sitzt du in der nächsten Flieger? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du wolltest sie sitzen lassen einfach. Ja, natürlich. Aber für die. Die stürmen doch, wir haben euren Rücken. Lass einfach warten, bis Juni aufwacht und den nochmal fragen. Weil ich kann sein, dass ich das vergessen habe. Wir haben ja vor, diesen Plan mit dem PD zu machen und so. Das PD hätten wir schon seit 3 Wochen. Und in 3 Monaten kommt raus, dass der Kiez gar keine Dings fälschen konnte. Ja. Wollte nur mit uns Geiselnamen machen. Ja, das ist es nämlich. Genau, das ist es. Genau, was er sagt. Doch, die können das. Ja, und so ein okay, der soll mal probeweise, der soll mir mal Doktortitel fälschen. Ja, ja. Ist klar, Alter. Da kommt so eine Goofy-Malerei bei raus, Alter. Es komm, ist... der soll mal machen. Ich will Doktortitel. Ja, der Goofy kann das wahrscheinlich sogar besser. Ja, mit Paint am besten noch. Also. Aber ihr wisst noch, was der Plan ist mit dem PD, ne? Ja, ja, klar. Was meinst du denn? Ja, dass wir den rein Chief... Nee. Wir wollen den Chief holen. Dann wollen die sich so als Agent verkleiden. Mit gefälschten Dokumenten. Dann soll der Chief die ganzen Leute dahin rufen, die SMGs haben. Und sagt denen dann so quasi, die haben eine Fehlfunktion, die müsst ihr abgeben. Ja, ich könnte es klappen. Klar wird es klappen. Ja, ich könnte es euch mal was erzählen. Dafür hätten wir nur 2-mal FIB oder andere Leute hochnehmen müssen mit so einem Ausweis und wir wären drin gewesen. Wozu brauchen wir SMGs? Wozu brauchen wir irgendwelche komischen... Jamal, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schutzwesten, whatever. Du hast mir nur letztens im Telefon ganz viele Sachen erzählt. Mittlerweile haben wir wahrscheinlich schon ganze Pounder voll mit irgendwelchem Zeug und wir müssen immer noch irgendwas machen. Ich meine, für die Aktion mit der Bank, die ich dir erzählt habe, die ist natürlich was andere Sache, ne? Also, das ist ja... Ja, das gehört ja auch noch zum Plan. Also entweder verpfeifen wir die heute oder wir machen das, wenn die Cops da sind. Wem willst du verpfeifen? Na, die Idioten. Wen? Na, ja, die Idioten. Die Kieselsteine. Warum? Ich wäre dafür. Einfach so. Weil wir immer geschnappt werden wegen denen. Ja. Das ist meine Rache. Ja, ich... Das sind Freunde. Das geht an den Wichser, der mein Fahrrad geklaut hat. Geknackt halt. Was zum... ey, ist das nicht euer Ernst, Alter. Hey, der eine sieht aus wie Memo. Was? Memo, guck mal. Ja, Mann, der ist blau. Ein bisschen aussieht wie du. Vor allem hieß es letztes Mal noch, wir machen die Geiselnahmen wegen Geld. Aber wir haben vorgestern gemerkt, mit diesen Jobdinger machen wir viel mehr Geld. Ja, dann müssen wir erklären, dass wir mit Jobdinger noch mehr Geld machen und dann halt noch mehr Geld fordern. Aber ich glaube, es gab auch einen Grund, warum wir die Geiselnahmen machen. Ja, wegen Coffee Geld. Ja, aber wir haben noch nichts verkauft. Ein paar Sachen. Der Frank kam also, vor 2 Wochen und meinte, der hätte jemanden. Aber wir verkaufen einfach das übrig gebliebene einfach an jemand anderes.
Der Fang kam schon vor zwei Wochen. Genau wie der Chap. Und meinte, hier will jemand Funkgeräte haben und so. Also im Grunde genommen haben wir eigentlich alles für den großen Auftritt. Naja, wir haben eine SMG, die uns gehört. Die andere gehört dem Kiez und uns. Und ja, ich glaube, wir haben gesagt, dass wir noch eine brauchen oder zwei. Okay. Wofür auch immer. Ja, ja, das frage ich mich gerade. Vor allem ohne Ausweis und so. Wir wollen mit den Geiseln noch zwei SMGs rausholen. Mhm. Schaffen wir nicht. Ja, wem erzählst du das? Schaffen wir nicht. Ja. Aber glaubst du nicht? Keine Ahnung. Guten Nein, schaffen Tag, wir nicht. Die Hallo! Herren, die eine war schon krank. Die Damen, Grüße. In der Runde. Ich glaub nicht, dass die. Aber vor allen Dingen, weil so viele Geiselnahmen passieren, dass die noch vor allem zwei SMGs raus. Niemals. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ey, wir brauchen die. Wir müssen das versuchen. Aber, wozu aber brauchen wofür wir brauchen wir die? Also, das Ding ist ja. Wir haben jetzt gerade hier Leute, die nicht zuhören sollten. Ja, okay, ja, 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 ja. Ich gehe auf Arbeit, wir sehen uns. Moin. Tschüss. Also, das Ding ist ja, wir brauchen die, also wir brauchen mindestens drei SMGs, würde ich sagen. Warum? Damit das auch wirklich danach aussieht, als wären wir eine, sag ich mal, Agency Organisation oder sowas. Ja, aber wir haben nicht mal Ausweise, ne? Da hat sich nie einer drum gekümmert. Glaubst du wirklich, die wollen die ja, SMGs doch, die fälschen dir extra. Ich meine die Dinger, die diese IH-Dinger, die du im Hals tragen und so. Ja. Ja, aber da trägt dann, wieso? Da tragen nur die FIB-Leute. Was also machen wir auf so geheimen Agent. Wir sind, ja, wir sind eine Organisation, die nur dafür da sind, um quasi die kaputten SMGs von denen mitzunehmen und die sollen sich dann neue bestellen. Und damit das so aussieht, als hätten wir auch welche. Weil und du denkst so wirklich, dass wenn wir heute eine Geisel machen, eine Geiselnahme machen, dass die uns zwei SMGs geben? Nein, vielleicht kriegen wir auch zwei, je nachdem, ne? 20 SMGs, aber warte mal, Johnny, warte mal. Du willst dich dann später vor dem PD dahinstellen mit drei Leuten, jeweils eine SMG und zeigen, wir haben SMGs, also sind wir auch vom. Nein, nicht drei Leute, wir werden viel, viel mehr Leute sein, Kollege. Nur das ist halt. Die drei mit SMG können ja einfach den LKW absichern. Genau. So nach dem Motto, verstehst du? Ja, so draußen stehen Leute mit SMGs sichern diesen LKW, wo die anderen SMGs reinkommeln. Genau. Und zwei Agents gehen mit Polizeilinks rein. Und sonst hast du noch so mit diesen gefälschten Leute, Dokumenten und so. Genau, sonst hast du so noch Leute drumherum stehen, vielleicht mit schweren Pistolen und so. Okay. Versteht ihr? Aber das muss halt wirklich danach aussehen, als wenn wir so eine Organisation wären. Und das geht halt nur, wenn wir auch wirklich SMGs haben. Aber haben wir schon mal dran gedacht, nicht mal bei anderen anzufragen? Wie beim Logan oder so, ob die SMGs verkaufen, das wäre doch viel unauffälliger so. Ja, aber das kostet gleichzeitig wieder Geld. Ja, das kostet, nicht. Bruder, die kosten 400.000 oder so eine. Ja, hast vielleicht du die? 800.000. Ja, ein, zwei Stück. Was, du hast 800.000? Nein, das wären 800.000. Achso, aber wir haben keine 800.000. Ja, machen wir ein paar Shops mit diesem Scheiß da. Da haben wir die schnell drin. Wie viel Geld haben wir denn? Wo ist denn Jack? Lass den Sterling verkaufen. Jack ist heute nicht da, glaube ich. Ja, dann haben wir verkackt. Haben wir das nicht da? Wer hat mir gesagt, der kommt heute nicht raus? Gestern. Ich habe auch Bauchschmerzen. Mein Zahn tut weh, oder? Ja. Ich hab mein Handy auf dem Klo vergessen, muss ich vielleicht noch holen gehen. Ach, kriegen wir ohne den. Das ist jetzt nicht das Ding. Wieso, weshalb, warum? Ja, weil der hat die ganze Kohle jetzt mal eingesetzt, ne? Damit wir mal vielleicht einen Überblick haben, wie viel Geld wir haben. Ich hab 5.000 gestern von dem bekommen, vielleicht hilft das. Wer muss Jack noch fragen, ob der mir eine halbe Million geben kann. Wer ist das? Ja, instant, sofort. Ja, und die haben mich schon gefragt. Wer ist das? Ja. Hallo? Hallo. Hallo. Perfekt. Läuft bei ihm. Hallo? Hi. Hallo. Schau mal, wir hören dich. Hallo. Hey. Grüß dich. Hallo. Hi. Warum antwortet er nicht? Wer soll denn antworten? The fuck? Hallo? Hallo. Hallo. Mir kommt das so vor, als hätten die Jungs, ohne dass einer das ausspricht, gar keinen Bock mehr, das zu machen.
Ja, da haben wir doch schon öfter gesagt, dass wir keinen Bock mehr okay. haben, mit denen irgendwas zu machen. Guck mal, ich hab weil jedes Mal Bock, aber Knast nicht jedes Mal eine Geiselnahme. Ja, das und Ding, das auch. Irgendwann, die Cops werden so aggressiv dadurch. Ja, pass auf, hör zu. Das ist jetzt aber auch so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt also für mich auch der letzte Versuch, ne? Hallo, hier laufen Leute rum, ne? Ja, das ist der Junkie Park. Das ist nichts Neues. Ich würde sagen, lass uns das nochmal als letzten Versuch machen. Und wenn das jetzt in die Hose geht, dann lassen wir bleiben damit. Ja, aber was ist deren Aufgabe heute? Wären auf. Was machen die heute? Wer? Ja, die Kiez-Leute. Organisieren die Autos dafür? Die wir da reinstellen wollten, was wir besprochen haben? Nein. Ja, das hat Jack alles abgeklärt. Phil, ich deshalb sage ich ja, und Jack ist heute nicht da. Wir haben keine Ahnung, was die gemacht haben, ne? Wahrscheinlich stellen die sich nur zu Abruf bereit und das war's. Das Einzige, was ich mit Jack gestern gemacht habe, waren die Klamotten. Ja, keiner hat Autos gekauft. Die liegt in irgendeinem Pounder. Ja, aber das ist doch kein Problem, jetzt mal eben kurz ein Auto zu holen. Das ist doch nur der große Wohnwagen, den wir da reinstellen. Wir brauchen zwei. Wir brauchen nur Essen, ne? Diesmal wollen wir viele Geiseln. Wo sind die Rockerschweine? Jeder, ne, das habe ich, pass auf, das habe ich auch vorgestern mit Frank besprochen. Die sollen gucken, dass jeder von denen eine Tasche hat, ne? Mhm. Und dass jeder genug Essen und Trinken auch dabei hat. Das brauche ich auch noch. Haben wir denn genug Klamotten, weil wir wollten die Geiseln anziehen, ja, ne, wie wir? Ja. Hat sich jeder eine Uhr geholt? Was für eine Uhr? Ja, siehst du? Uhr? Da fängst du schon an. Da hatten die meisten noch keinen Plan von. Das sagt ihr halt, ja, am Tag da... Ja, aber das könnt ihr jetzt eben noch machen. Was ich zum Juwelier... Wir fahren zum Burgershot Drive-In und bestellen uns alle... Naja, wir wollten das so machen, dass wir alle die gleichen Klamotten tragen. Und wir die Geiseln noch anziehen. Mit den Klamotten, die wir auch haben. Aber dass jeder von uns eine Uhr trägt, wie ich gerade. Damit wir abchecken können, wer zu uns gehört und wer nicht. Egal, also, was das Geld ist. Also goldene Uhr wie du, oder was? Ist egal. Ja, oder eine silberne, egal. Ist egal, ob so Uhr. Hauptsache, man sieht was. Okay, brauchen wir sonst noch irgendwas, was wir machen sollen? Worüber jetzt habt ihr auch gecheckt, dass die Kleidung nicht dick genug ist? Also, dass die Uhr halt auch sichtbar ist? Was haben wir denn für Kleidung? Ja, die ist sichtbar. Alles ausprobieren. Habt ihr schon Frauenkleider? Ja. Ja, haben wir auch. Auch für Geiseln. Alles gestern gemacht. Kann ich, ach, auch, so, die, kann ich auch aus dem Kiosk die Traubenzuckeruhren nehmen? Ach so. Hauptsache, du hast eine Uhr an. Okay, korrekt. Aber wenn du die abknabberst, hast du nur noch so ein Seil am Arm, das ist nicht gut. Ja, und da war mal eine Uhr dran. Da male ich mir halt eine mit Edding drauf. Bin, kommen Sie kurz mit. Ja, geht euch mal irgendwie kurz eine Uhr kaufen. Ich warte hier. Ja, sonst nichts mehr, ne? Essen und Trinken. Memo, hast du eine Uhr? Essen und Trinken muss ich auch noch holen. Wie findest du eigentlich mein Halloween-Kostüm? Hä? Wie findest du mein Halloween-Kostüm? Astrein, Junge. Weißt du, wer ich bin? Wer denn? Ich bin Freddy. Freddy Fuchs? Ja, ne, Freddy aus der Westzeit von der Orgrimma. Also, ich brauch die Fettes und Thunderbluffs. Komm, Phil! Ja, beruhig dich. Jeff, kennst du eine Uhr? Ey. Hä? Ja, dann kauf dir doch mal eine. Das ist ganz wichtig. Wir waren ja gestern auf dem Weg, ne? Mit den Röllern. Ja. Und dann meinten wohl irgendwelche Röcke, dass wir deren Jacken anhaben. Mit ihren Patches und wir die wohl ausziehen sollen. Also als die Cops dann gestern noch gefickt haben, kamen die zu uns, haben mich bespuckt und getreten und meinten so, wir sehen uns noch. Wir werden safe auf unserer Matte stehen und die haben zu 1.000.000% unseren Namen. Wir haben auch noch den Leo gestern bedroht. Ja, dann sollen die doch vorbeikommen, juckt mich nicht. Ne, ich wollte euch das nur sagen, dass ihr auf der Hut seid. Aber heute ist ja eh Halloween, heute wird nichts passieren. Happy Halloween. Warte, was für eine Jacke habt ihr angehabt? Ja, deren wir hatten alle unterschiedliche, irgendeine Lederkucke. Das Röcke MC waren die. Mann, die so eine Schnauze halten. Halt, wir hatten gefühlt alles durch. Habt ihr irgendwie eine Kutte oder so geklaut von denen und die angezogen? Natürlich nicht. Ja, dann sollen die Schnauze halten. Ja, aber nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Wenn die Stress wollen, sollen die kommen. Ja, und die waren halt gestern auch schon im Krankenhaus und alles. Da wir hat nur einer ein paar Backpfeifen bekommen. Ja, wir denken halt, dass die halt durchs Krankenhaus wahrscheinlich irgendwie aus unserem Namen gekommen sind. Ja, egal. Die haben uns auch gesehen und so, mit denen ohne Masken und so. Okay, JFK, du hast noch keine Uhr, willst du dir nicht eine holen? Ich glaube, JFK kommt mal nicht mit. Achso, oder? Zu Arschloch. Noch unentschlossen. Hä? Also halten wir zusammen oder nicht? Ja, Bier, ja, aber für den Kiez Arsch. Wie war es damit zu tun? Würde ich mich jetzt veräppeln? Nee. Ja, wenn, dann ziehen wir alle an einem Strand. Ja, ne? Eben, Alter. What the fuck?
Aber ich glaube, hier haben sehr viele keinen Bock, Johnny. Ich sag einfach so, ich bin ganz ehrlich. Wenn ich noch einmal wegen dem Knast sitze, ich schaue bei meiner Mutter, bei Koran, bei alles, ich komme nie wieder mit Kids was machen. Wenn ich heute wieder wegen dem sitze. Weil die scheißen rein. Okay, die machen es nie richtig. Okay, dann gib mir doch mal einen Vorschlag, was wir besser machen könnten. Ihr sagt die ganze Zeit, stopp. Ihr sagt die ganze Zeit, es ist scheiße. Nee, die haben alle keinen Bock. Dann gib mir einen anderen Vorschlag. Lass irgendwas mit Jadis starten. Ja, bestimmt. Also willst du bei 0 wieder anfangen? Warum fängt man denn bei 0 an? Wir haben den ganzen Auto voll. Ja, ich meine, keine Ahnung. Aber ist es immer, ist irgendjemand von dem, immer noch? Ist irgendeiner von euch denen so übertrieben was schuldig, dass... Ne, wir haben nur ein Business, was wir weiterführen wollten, ne? Ja, eben. Darum geht's. Wir arbeiten auf ein Ziel heraus. Immer noch? Hinauf. Ja, immer noch. Wir brauchen noch 2 SMGs und noch ein bisschen Kohle, dann haben wir es. Okay. So, ja, dann können wir den großen Deal machen. Und die sind, diejenigen, sein, ne? Die für uns die Papiere fälschen. Johnny, so. Du sollst den Fang übrigens mal anrufen, ne? Okay, dann so lange können wir uns noch gedulden, heißt. Johnny? Ja, mach ich gleich. Haben sie gehört? Wie lange? Ja, hab ich gehört. Ja, so lange, bis wir den ganzen Scheiß da durch haben, können wir uns noch gedulden. Hallo. Wer ist sie denn? Ja, und danach würde ich gerne mit dem Frank sprechen. Ruhe. Ist das die Steffi? Ja. Okay, kannst du so kurz auf beiseite gehen? Ja, natürlich. Nimm Jess gleich mit. Was geht? Guten Tag, junge Frau. Ja, hallo. Dach. Du bist ein Jammer. Wie, Jammerster? Ja. Aber fragt sich, wie lange. Das steht ganz schon rum. Tag, Ticker, kannst du auch kurz auf Seite gehen? Hey, das ist mein Fleisch, mein Blut. Ich weiß, aber... Ich finde das halt richtig schwierig, weil wir gesehen haben... Mit dem Shops machen wir so viel Geld, wenn das gut geplant ist und gezielt. Und ich glaube, SMGs können wir auch irgendwo abkaufen. Ja, aber nicht solche SMGs. Schwierig, nicht solche. Die SMGs, die sind halt... Die müssen optisch nur 1 zu 1 gleich wirken, ja, ne? Ob die funktionieren, ist scheißegal. Können sogar kaputt sein. Die brauchen nicht mal Kugeln. Ist komplett egal. Ja, die können auch aus Plastik sein, also aus Alu oder so ein Shit. Solange die halt gut aussehen. Lass einfach welche bauen selber. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich hol mir kurz eine Rotzange. Ich hab eine Fräse zu Hause, so eine Handfräse. Ich hab noch einen langen Stab zu Hause, den brauche ich nicht mehr. Von der Gardine alles oben. Klar, spannen wir bei mir ein in der Bude und dann fräse ich ihn kurz. Hab ich morgen fertig. Das Ding ist das, ich meine, keine Ahnung. Das Ganze, was wir sitzen und hast nicht gesehen, das macht halt mehr Minus wie Plus dann am Ende. Ja, das Problem ist halt für uns, ist das halt so, dass wir am Ende die halt rausholen müssen gefühlt, weil die Scheiße bauen und wir dann dafür sitzen, weil wir die halt rausgeholt haben. So kam es mir jetzt die letzten Male vor. Naja, haben wir die eine einzige, das machen. Ja, ne, wieso? Die saßen doch genauso. Ja, aber die wollten halt immer solche Aktionen planen und die dann halt irgendwie aus dem Krankenhaus rausholen oder sonst was. Aber wir hätten halt, wir hätten halt weniger sitzen müssen. Safe, also ich bin mal ganz ehrlich, ne? Ja. An diesem Abend, wo JFK und du verhaftet wurden und Frank, glaube ich. Oder warst du da überhaupt im Knast? Ja. Ich war im Knast. Kam die Candle oder wie die heißt, die hin und hat von uns quasi durch die Blume verlangt, dass wir denen jetzt helfen, die rauszuholen. Ja, ja. Aber so richtig penetrant. Ich kann Frank rausholen, wenn ich Johnny erstmal rausholen kann. Ja. Die haben nicht gesagt, wir holen alle raus, wir holen den Frank da raus, der muss da raus. Ja. Das fand ich schon echt. Die denken genauso an ihren Arsch wie wir an unseren Arsch. Ich kann dir ganz genau sagen, seit wann ich auf dem Kick habe. Seit Open Harmony, seitdem da sie total lost mit 20 Mann um ein Polizeiauto rumstanden, obwohl da noch welche kamen, man hätte noch mehr nackt machen können. Wir hätten an dem Tag alles. An dem Tag hätten wir die 4 SMGs alles haben können mit kompetenten Leuten. Am ersten Tag hätten wir alles regelt. Grüße. Aber wir hatten noch Hollywood. Bist du? Da. Das ist geschehen. Schoko. Okay. Jammer, hast du eine Uhr? Nee. Wäre cool, wenn du dir eine holen würdest. Ja, ruf doch den anderen an. Einer soll eine bisschen mitbringen. Ich hab eine Icewatch. Also, sind die Teile oberkörperfrei? Also, ärmelfrei, die wir haben? Nein, aber du siehst die Uhr. Ja, du siehst sie. Meine ist eine ganz kleine. Ich hab nicht so dicke Arme. Pech. Der Maul. Muss mir wichsen. Ja, crazy, mit der Info kann ich jetzt viel anfangen, Bruder. Muss mir Teller waschen. So auf Metabasis, du Trottel, Alter. Komm einfach dann, wenn du kannst, Junge. Du bist so ein Idiot. Haben alle genug zu trinken, essen? Sonst fahre ich jetzt noch mal mit einer dicke Karre los. Aber hab ich, ja. Ja, aber ich bräuchte auch noch was. Ich mach eine Karre voll und bring das. Ich komm mit dir. Ach, hatte Jeff nicht eine Karre noch voll gemacht?
Wir treffen uns um halb mit Kiez, ne? Um ja, halb neun? Ich kaufe noch drei Pistolen, wenn wir uns mit Kiez treffen. Ich kann das verstehen, ne? Ja, aber es bringt auch nicht, jetzt rumzuzicken, oder nicht? Wir haben gesagt, wir ziehen da durch, bis wir da diese... Das hat nichts mit rumzicken zu tun, Johnny. Diesen großen Deal. Ja, aber trotzdem, also ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen, ja, ich bin noch unentschlossen. Ja doch, wenn die keinen Bock haben, dann haben die keinen Bock, fertig. Ja, aber auch wenn ich keinen Bock habe, Alter, würde ich trotzdem alles dafür tun, wenn ihr trotzdem das machen wollt. Wer weißt du, was ich meine? Hör auf, was? Auf der Balkon. Warum leuchtet das hier blau-rot? The fuck? Warum sind die Dinger denn rot? Aha, die haben Halloween-Wetter angemacht. Okay. Schon sagen. Hallo, Motherfucker. Der Frank kommt jetzt gleich vorbei. Ich muss kurz mit dem quatschen. Also mir ist das egal, ob wir ins PD gehen oder die Bank machen. Mir ist alles scheißegal. Hallo. Und ich werde niemanden dazu überreden oder den zu zwingen, Sachen zu tun, die er nicht will. Nein, ich will niemanden zwingen. Nur am Anfang waren alle fein damit, verstehst du? Ja, aber die Sachen haben sich ein bisschen geändert. Jeder ist abgefuckt. Es läuft halt nicht so, wie es laufen soll. Ja, schau mal. Irgendeine Uhr. Hallo? Memo. Was läuft? Okay, dann geh ich mal eben meine Schlüssel und so wegbringen. Ich denke, auch wenn die Motivation nicht da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es schief geht. Das stimmt auch. Spieler, motivier uns. Ja, aber das halt beim letzten Mal war echt eine... Naja, wir hatten so gute Aktion, von... ne? Ja, das ja, eine Villa ja, und so war das halt gut. Bei uns standen und dann meinten sie, ja, wir müssen jetzt unbedingt Frank aus dem Krankenhaus rausholen. Ja, das sind so Sachen, die halt... Ja, das ist halt... Es hat ja schon einen Grund gehabt, warum wir die ganze Zeit im Verarscht haben. Ja. So, weil die es selber nicht gemerkt hat. Leider schon, ja. Aber wir müssen uns absenden durch den Lüftungsschacht von oben. Wir holen diese Pollen von den Blumen. Ja, weil ja. Der Frank hat nämlich Asthma. Der hat Pollenallergie. Und da muss der Krankenhaus. Der soll ganz tief reinatmen da. Ich bin ganz ehrlich, seitdem ich gesehen habe mit den Chopper, wenn man da koordiniert irgendwelche Sachen angreift oder Raubzüge macht, ja, die meisten... kommt man mit viel mehr Geld raus. Ja, die meisten Bullen lassen das auch durchgehen, ne? Und so, ne, sagen, okay, das hat nichts damit zu tun. Aber man bekommt halt viel mehr Geld raus und kann sich Sachen dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ja, aber ne, wir zum Beispiel Finn und ich wurden ja auch geschnappt, ne? Also dafür muss man keine Leute bedrohen und wieder verhandeln und so. Ich glaube, das ist einfach weniger Risiko, wenn du Shops das machst, stimmt und auch. Zeug auf dem Schwarzmarkt kaufst, als wenn du Cops ausraubst. Also, als ob es nirgendwo irgendwelche Leute gibt, die keine SMGs verkaufen. Vor allem so viel Mühe für diesen PD-Job, ne, das wird nicht funktionieren, hundertprozentig nicht. Als ob die so dumm sind und auf sowas reinfallen. Können wir nicht einfach ins PD laufen, da alle hochnehmen und dann Knarren nehmen? Ja, so ähnlich haben wir das davor. Ging. Ich würde sogar fast $1,000 wetten, dass das nicht klappt. Dass er dann kommt mit, hier ist nichts angemeldet. Naja, wir holen uns den Druckmittel, ne? Wir wollen ja den Chief da holen. Dass der das am Telefon durchgibt, dass Leute kommen, die sind berechtigt dazu und bla bla bla. Es könnte schon funktionieren. Sonst nicht. Oder wir landen alle im Knast, weil wir sind ja dann, haben es zumindest nicht weit, ne? Kennst du doch schon, oder? Ja. War schon ein paar Mal da, so zu Besuch. Und wie ist das? Ja, ganz warm eigentlich.
Aber bisher sind wir immer gut gefahren mit einem Film im Kopf durch die Wand. Ach Mann. Aber ich kann Johnny schon verstehen, dass der ein bisschen sauer ist. Ja, JFK ist jetzt sauer abgehauen, ne? Ja, aber warum, was war mit ihm? Ja, der hat gesagt, der ist sich nur nicht schlüssig, ob der mitkommt oder nicht. Aber bei dem kann ich das auch verstehen. Der war im Gefängnis und wurde komplett gefickt da. Ja. Wegen der letzten Sache. Mich haben sie auch gefickt das letzte Mal. Aber JFK wurde richtig komplett zerfickt. Ich auch, Bruder. Was der erzählt hat. Du willst gar nicht wissen, was die gemacht haben. Erzähl doch. Darf ich nicht. Hä? Seh mich. Ja, der labert wie Scheiße. Ja. Du warst dann im Knast. Musstest du dich nach vorne bücken und dann husten? Ja, das kam auch vor. Ja, das ist doch nicht schlimm. Warum seid ihr alle so gekränkt? Scheiß Wetter, müde. Und heute wieder Action. Ja, aber ne, Johnny organisiert das alles und dann sagt halt die Hälfte, ja, nee, doch keine Lust. Ne, ich denke schon, dass alle dabei sind. Ja, aber ne, dann. Aber Hase halt hat gerade zum Beispiel gesagt, noch einmal Scheiße bauen, macht ihr nie wieder was. Ja, noch einmal irgendwie, ne? Warte, Meister, was machen sie? Am Krampf. Aua, aber mein Finger. Oh ja. Boah, was ist das für ein Wichswetter hier heute? Heute Vormittag war Nebel und dann. Hallo, hier ist das Büro des Präsidenten. Da kommst du nicht mit JFK? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mega keine gute Idee heute. Irgendwie ist heute scheiße. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle ein ganz seltsames Gefühl haben. Und ja, auch keinen Bock. Irgendwie kommt das durch, ja. Aber wir sind gleich wieder da, wir wollen ja eben Sachen holen. Mit wem bist du? Finn? Und hier Dings. Ja, okay, dann muss ich. Die sagen den Namen die ganze Zeit, aber ich möchte das nicht wiederholen, weil mir das peinlich ist. Bis gleich. Hammer geil. Gut. Was geht ab? Ja, was geht ab? Nix bei dir. Pass auf. Ich habe gestern zwei Rocker hier gehabt bei mir vom Lost MC Nord. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ihr da getrieben habt, aber die wissen auf jeden Fall, dass ihr das gewesen seid mit irgendwelchen Rollern oder so ein Scheiß. Ja, aber ich verstehe nicht, was die wollen. Also ich weiß hab das auch schon nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Und die wurden unsere Jungs wurden angequatscht, von wegen, die hätten die Kutten von denen an. Und ich hab meine Jungs gerade gefragt, ob die irgendwie eine Kutte abgezogen haben. Und die sagen, nee, die haben sich so ein Dings gekauft. Aber wenn das so eine Müllmotorradclub ist, wo man die Kutten im Laden kaufen kann, dann sollen sie kommen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall meinten die irgendwie, sie wären von sämtlichen Chaptern irgendwie die Kutten gewesen, auf Rollern und da hat er mir auch ein paar Namen da genannt und ja, da wusste ich halt, dass ihr das seid. Ja, und die wissen das aber halt auch schon irgendwie, dass da ein paar Namen von euch zu euch gehören oder so. Ja, ich sag es. Wollt ihr es nur gesagt haben, ne? Nicht, dass diese Idioten da vorbeikommen und da reinrattern, ne? Bei dem musst du aufpassen. Ja, sollen sie machen. Dann fackel ich deren komplette Bude ab. Ja, ne, musst du nur halt aufpassen, die haben halt auch Spielzeuge, ne? Deswegen. Das ist nicht schlimm. Ja, okay. Okay, danke. Hast du das auch paar Teddybären oder was? Wir sind immer auf der Suche, wenn du was hast. Ne, Spielzeuge gebe ich nicht ab, die wollte ich selber. Okay. Gut, ich wünsche dir was, ne? Danke. Aber... Tschüss. Krieg wegen Klamotten aus dem Kleiderschub. Ja? Der Logan hat mich gerade angerufen, ne? Ja. Bei dem waren gestern Rocker. Ja. Weshalb auch immer die dem das erzählt haben. Dass Leute mit Rollern mit den Kutten des gesamten Motorradclubs hingefahren sind. Ja. Und dass die jetzt rumholen. Ja, sollen die doch rumholen, juck mich nicht. Und der Logan hat uns gesagt, dass die Spielzeuge haben, ne? Man muss ein bisschen aufpassen.
Okay. Aber die sollen ruhig kommen, dann nehmen wir denen ein Spielzeug ab. Ja, finde ich auch. Dann haben wir ein paar. Genau. Also, ich wollte nur Bescheid sagen. Jo, alles klar, danke. Ist hier jetzt was jemand, der nicht zuhören darf? Da steht auf dem Kennzeichen schon. Hallo, der Typ da, den Hayes gerade angeschleppt hat. Ah, der Primo? Ja, geh mal auf Seite, Bruder. Was heißt hier angeschleppt? Jungs, UWW, komm mal her. Böse, so angeschleppt hört sich an wie so ein Anhängsel. Der Logan hat mich gerade angerufen, ne? Der Lust oder so war schon bei denen. Und so wie sich das angehört hat, haben die sich bei denen ausgeholt. Dass welche mit Rollern rumgefahren sind und vom ganzen Motorradclub die Kunden getragen haben und so. Ja, so und die wissen auch Namen. Die haben auch Namen genannt, deshalb ruft Logan an, weil der weiß, ne, ihr gehört hier hin. Ja. Der hat nur gesagt, wir sollen ein bisschen aufpassen, weil die haben auch Spielzeuge. Oh. Ja, und ich sag euch jetzt was, ne? Hört zu, wenn die kommen, versucht alles Mögliche, nicht gefickt zu werden, die Spielzeuge nehmen wir den ab. Natürlich. Boah, ich hoffe, die kommen mit locker 40 Stück. Mich, Junge, Max, übertreib mal nicht, Alter. Mit der Info jetzt schon, dass die sich mit der Info, ne, dass die jetzt schon rumholen und so. Ey, und damit Spielzeuge, bla bla bla. Wenn die kommen, wir quatschen das gar nicht mit denen. Weil wenn die schon davon so ausgehen und rumholen wegen Jacken aus dem Kleidershop, ihr habt denen noch keine Kunden geklaut, oder? Nö. Dann sind das ganz normale Sachen. Und wenn ich sagen, von jedem MC, ich hatte keine 465 Patches drauf. Danke. Du bist Nomad, Prospekt, Chief of Arms. Ah, da ist Citrus, wie geht er denn? Ja. Ah, gut, so, in dem Toros da vorne hinter uns direkt, da ist Essen, Trinken, ist drin für alle. Ja. Danke. Kuss. Lunchpacken. Anders, da kam jetzt nochmal die Feierkunde. Dreckiges Essen. Boah. Wem sollen wir jetzt erschießen? Warte, ich erzähl dir gleich noch. Boah, dieses Müllwetter. Guten Abend an alle, die eingeschaltet haben. Wo ist der Sterling, Alter? Ach, die Mila, den. Guten Abend. Verstehst du? Hast du mitbekommen? Ja, mit Rockern und bla bla, wenn die kommen, direkt über den Haufen. Ja, die Dings, die sind gestern mit dem Roller rumgefahren, die haben einfach so irgendwelche Lederwesten und so angezogen, die man im Shop kaufen kann. Ja. Und der Lust MC oder so sagt jetzt, das sind deren Kunden gewesen. Mit deren Patches und whatever. Hör das. Hä? Wer seid ihr? Sind die? Ja, gib uns mal bitte kurz, ja, wir sind am Quatschen. Weil, weißt du, was ich meine? Wenn wir die... Ich fühle das. Ich weiß auch, wie scheiße es ist, hier im Knast zu sein. So, und da haben unsere Leute auch keinen Bock drauf. Deswegen ist es auch so, dass wir eben gucken müssen. Das Ding ist, ihr seid ganz anderer Schlag als wir, weißt du? Wir leben damit, dauernd im Knast zu sein. So, kann ich voll verstehen, dass ihr da keinen Bock drauf habt. Das Ding ist, ich würde sagen, wenn wir heute die SMGs nicht bekommen oder das wieder schief läuft oder sonst irgendwas, machen wir diese Curtis-Aktion noch zweimal vielleicht mit den Shops und dann können wir locker jedem anbieten, die abzukaufen. Und selbst wenn wir sie überteuert kaufen, ist es immer noch scheißegal im Verhältnis zu dessen, was wir tun müssen, um das Geld zu bekommen und was wir auf der anderen Seite tun müssen, um diese SMGs von den Bullen zu bekommen. Verstehst du, was ich meine? Wir haben jetzt nur eine andere Quelle wegen Waffen, ne? Also wir haben eine andere Baustelle. Wir haben jetzt quasi, wurde mir gerade bestätigt, dass wir jetzt Stress mit dem Lost MC haben. Ah. Und die hier einlaufen wollen mit Spielzeugen. Wenn die kommen, haben wir genug.
Es ist halt das Ding, es macht viel mehr Sinn, die hochzunehmen. Ja, die Frage ist, was die für Spielzeuge haben, ne? Ja, wenn aber die... ist doch, ja, das ist halt die Frage. Also die haben, genau das, was nämlich John gesagt hat, ne? Warum gehen wir nicht anderen Affen auf den Sack? Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Frank, komm mal kurz. Also eine Sache ganz kurz. Die Sache heute müssen wir durchziehen, weil ich sonst abgefuckt bin. Weil ich mir sonst in meinem Kopf immer denke, das war... Danach ist mir alles egal, Digga. Dann bin ich voll bei euch. Haben die Lost nicht immer irgendwas dabei gehabt bei anderen Treffen und so? Keine Ahnung. Die Losts arbeiten mit Folder. Ja, wenn die jetzt Junkie-Leute Folder entführen und von den Leuten Waffen wollen und wir das bei Lost machen... Aber SMG hat nichts mit Waffenhändlern zu tun, Leute. SMG kommt von Polizei. Eine SMG kannst du von einem scheiß Spasti kaufen, der die von irgendwann noch irgendwo... Aber ich hab gerade auch mit Logan gequatscht. Die haben auch welche, aber vielleicht kann man da tauschen. Vielleicht kann man sagen, gib uns ein SMG, dafür bekommst du was anderes. Ja eben, deswegen. Da müssen wir irgendwie an Scorpions oder Tech-9s oder whatever dran. Aber das hätte ich sowieso, also das würde ich, also nur mal kurz so, selbst wenn wir heute das schaffen mit dieser Scheiße da und zwei kriegen, ne? Würde ich das trotzdem danach noch machen, weil dann umso mehr, umso besser. Nur halt dann nicht mehr, wenn wir nach heute müssen, werden wir wohl entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Wenn wieder die Hälfte von uns weggeballert wird oder im Knast landet, werden wir es wohl nie wieder so machen, sondern eben vom Lost oder sonst wem. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, Mann. Die Frage ist aber nur, könnt ihr euch das jetzt leisten, ihr es auch mit den Cops sowas anzufangen, wenn der Lost hier einreiten will bei euch mit Bildzeugen? Ach, das ist egal. Sollen die doch kommen. Selbst wenn nur zwei Leute stehen, sollen die Faxe machen. Wegen einer Jacke aus einem Kleidershop ohne Patches. Sollen die deshalb Faxen machen? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, okay. Dann gehe ich da oben hin und dann pisse ich dem vor die Haustür. Also ich finde diesen ganzen Plan, was ihr da überlegt habt mit dem Müllwagen und so, finde ich mega nice. Aber ich finde trotzdem, dass die Geiselnahme an sich nur 5 oder 6 Personen machen sollten und der Rest als Backup den Bullen in den Rücken schießt, wenn die Bastarde meinen, wieder reinzustören. Dass quasi 20 Leute auf der einen Seite stehen, die gar nicht beteiligt sind, und nur 5 oder 6 Leute da drin. Versteht ihr, was ich meine? Dass wenn die wieder meinen zu stürmen, dann nehmen wir den alles weg, Digga. Und ballern wir die weg und ziehen die nackt aus, Alter. Besonders diese FIP-Spastis. Versteht ihr, was ich meine? Ja, die Mafia. Die wird dann erstmal Endmafia, Alter. Ja, aber es sind wieder so... Was? Wir können das wieder so schlecht reden, Digga. Du kannst gegen diese Leute nichts machen. Es sind zu viele. Nein, das, liegt, das haben sie letztes Mal auch geschafft. Er ist gewittert. Hört ihr, es gewittert? Hilfe. Gibt's denn in dieser Stadt keinen Wixer, keinen verdammten Wixer, der irgendwie Waffen verkauft? Doch, klar. Aber nicht SMGs. Aber andere Sachen, wo man gegen SMGs tauschen kann. Wo man vielleicht zu 187 hingehen kann und sagen kann, hey, bekommt ihr das und dann gebt ihr uns SMGs, wenn ihr welche habt. Ja, wir haben eine Quelle für Waffen. Aber? Nichts aber, die sind sauteuer, Digga. Wie teuer denn? Sag mal, John. Was genau? 425? Ja. Ja, aber das geht doch. Oder 500, 400 bis 500. Ja, das geht doch. Na, geht, wenn du sie dann tauschen musst gegen etwas, was... Ja, muss man gucken. Soll ich Logan mal fragen? Nee, brauchst du jetzt nicht machen, Digga. Morgen. Oder Grove oder die verkackten Yardies oder keine Ahnung wer. Ja, dieses Wetter ist so geil, ne? Könnt ihr euch wenigstens um den Ding jetzt kümmern, damit um den Wohnwagen kümmern? Weil wir haben jetzt die Klamotten und so alles schon geholt. Ja, wo gibt's die? Hier vorne direkt an der Grove da. Bei Mosley. Ja, dann holen wir den. Wann treffen wir uns zum Starten? Also mit Outfits und so weiter. Ja, und wo? Aber wir machen jetzt gleich nur diesen koordinierten Angriff, ne? Sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? Ich habe gerade überlegt, wir können das auch Angriff? Mit dem Shopräumen, meinst du? Mit diesen ATMs-Dinger wieder. Also ist die Frage jetzt, sollen wir das machen heute noch oder sollen wir das auf einen anderen Tag verlegen und heute nur die Geiselnahme machen? Ich würde das verlegen, weil wenn wir die Shops-Dinger machen und zu viele Hops genommen werden, können wir die Geiselnahme vergessen. Eben. Genau, das denke ich auch. Vor allen Dingen denke ich, wenn die Shops alle kommen, halten sie das für ein Ablenkungsmanöver oder sowas und sind noch mehr in der Aufruhe schon. Ja, dann lass du jetzt gleich schon starten, dann können wir ganz in Ruhe Leute holen. Und genau, ganz in Ruhe machen. So. Und wisst ihr was, das ist, es gibt eine Sache, das habt, ich weiß nicht, ob ihr das in euren Outfits bedacht habt an Halloween. Das Ding ist, die Leute, die wir packen werden, werden auch alle Halloween-Outfits anhaben. Ob es so schlau ist, dass wir alle gleich aussehen in diesem Fall, weiß ich nicht. Nur das können wir dann entscheiden, wenn die da sind. Wer das?
Ja, wenn wir Geiseln haben, wir die auswählen. Ach so, nein, ich meinte eher, dass wir gleich im Vorfeld gar nicht aussehen, wie so alle unterschiedlich aussehen. Na wieso, ist doch kein Problem, wir haben doch eh genug Klamotten. Ja, auch sonst für die... erkennen wir uns auch nicht, stimmt. Ja, genau. Wir haben aber auch Klamotten für die Dingens. Ja, für die okay, Geiseln, die sehen genauso aus wie wir. Hä, hey, mach das was mit den Geiseln einfach, dass es ein Halloween-Party ist und alle ziehen sich random an, ist doch viel entspannter. Das habe ich auch gerade eben überlegt, genau das Ding ist das Ding. Ja, dann, schon zwei ja. Geiseln. Was haben wir zwei Geiseln? Ja, ja, Timothy und Diaries, die machen Geiseln bei uns. Die sollten mal lieber ihr Leben beschützen, weil da kann es richtig abgehen. Die sollten mal lieber okay, die Vollidioten. Die schützen doch ihr Leben, weil wir sind Alter, nicht sicher. Alter, Kröte. Ja, wie dumm ist das denn? Komm, ich werd Geisel, wie dumm. Ja, also egal, meine Dinge sollen jetzt in die Ecke stellen. Warum? 5 Dollar. Hast du nicht Haus des Geldes geguckt? Wir müssen auch welche unter die Geiseln schmuggeln, damit ja, die okay. sehen, ob da wer Faxen machen will, wenn einer Aufstand probt. Ja, dann lass sie da einfach wie ein Affe anziehen. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen, glaube ich. Und wofür haben wir die Klamotten besorgt? Wofür haben wir jetzt die Klamotten besorgt, die da sind? Eben, und das mit den Uhren. Wer von euch hat Klamotten besorgt? War dir das oder Jack? Jack! Ja, also, sollte. Warum regt ihr euch auf? Wir haben den ganzen LKW voll. Ja. Warum umsonst? Ja, mir ist das doch egal, ob wir uns anziehen wie Idioten oder alle gleich aussehen. Dann alle gleich. Ja, dann machen wir das halt so. Wie jetzt? Ja, alle gleich? Aber warte mal, entführen wir jetzt doch Leute? Ja. Also, dann hätte der Plan ist, wir fahren jetzt da erstmal zu der Werkstatt, nehmen die Leute an der Werkstatt hoch und dann lassen wir 2-3 Autos losfahren und die sollen immer wieder das Geisel dahin bringen, würde ich sagen. Ja, aber ganz in Ruhe. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Ja, Bruder, anders kannst du es ja nicht machen. Oder die Leute fahren rum und sagen, ey, da geht die übelste Party ab. Was für einen Wohnwagen soll ich holen? So ein Journey? Ja, Journey. Ja, okay. Ein reicht, glaube ich, ja. Ja, okay. Nehmt nicht zu viel, ihr Schweine. Wir müssen selber. Was sind das für Idioten wieder? Was sind die? Das sind die Geiseln. Das sind unsere Geiseln. Okay. Wo ist der LKW mit Klamotten? Das musst du den Mo fragen. Geh zum Mo. Mo. Ihr braucht auch noch die Klamotten draus, richtig? Nee, wir haben bei uns die schon, in unserem Wagen. Achso, ihr habt die schon gekriegt, ja? Ja, ja. Okay, gut. Ja, pass auf, dann haut jetzt das mal ab und so. Oh, den kommen wir mal ready mehr. Und so ein Scheiß. Und dann würde ich sagen, weiß ich nicht, so gegen 21 Uhr treffen wir uns dann am... Wo? Parkhaus, wie immer. Wie immer? Wann 21? Ja, oder Film nach 9 oder so. Ja. Oder 9 Uhr, wie ihr wollt. Ja, lass 9. Alles klar, dann bis gleich. Okay. Ja, okay, bis gleich. Tschüss, bis 23 Uhr. Aber du hast den Nebel vorhin verpasst. Ja. Was ist das für ein Pinkwetter? Wer verfickt nochmal, fährt immer die uns... Also die... Oh Junge, Alter, ich krieg jetzt einen Ausraster. Es fehlen schon wieder 2 Jugulas, es fehlt schon wieder ein Revolter. Wie kann das sein? Ja. Also der eine Jugular, der ist hops genommen worden, das weißt du ja. Ja. Wir hatten aber einen Neon und einen Revolter. Wir haben 3 Stück davon gehabt. Das ist eine gute Frage. Ich dreh hier noch durch, Alter. Meine Paychecks haben sich ja einer steht hinten noch ein paar. Wirklich, grüß das Moment. Ja, den haben wir gerade geholt. Am liebsten würde ich euch. Derjenige, der dann ist, ne? Ich würde den so Woche gerne umwichsen, ne? Alter. Oh, ich glaube, das ist der Jack. Der hat keinen Schlüssel. Wie viel Geld hast du bald, eigentlich vom Jokon? Ich krieg sehr bald noch mehr Geld, weil ich sehr. Wie gesagt, ich habe nur Schlüssel von 2. Ich guck mal eine Nummer. Wie viel Geld einer noch in der Part? Danke übrigens für die Resubs und Subs und so, ne? Redux-Wetter ist einfach anders heftig. Aber sieht gut aus. Irgendwie. Eine ganz komische Art und Weise. Thank you.
Ich denke mal wegen Halloween. Kann man... Hallo? Wir haben einen Revolter und einen Neon, ne? Ja, und ein Jugular angeblich. Und ein Jugular, der steht irgendwo bei uns. Das sind schon wieder zu wenig Autos, ne? Da fehlen zwei Jugular dann. Und ein Revolter, aber der Revolter ist ja klar. Ja. Es fehlen zwei Jugular. Ja. Ein Jugular ist auch Hobbs genommen. Bei den Bullen wahrscheinlich. Einer ist Hobbs genommen, einer steht, ja, dem fehlt trotzdem einer. Ja, ja, einer fehlt. Weißt du, ob wir die irgendwo anders geparkt hätten? Nein. Ey, so ein Müll. Ich fahr mal die Garage. Polizeiverfahrstelle vielleicht. Warte, müssen wir gucken. Ja, da ist einer drin. Nee, ich meine Polizeiparkhaus. Aber kann nicht sein, dass immer die scheiß Dingens weg sind. Ja, ich hab gesagt, sobald die Autos da sind wieder. Wir müssen unbedingt mal Schlösser austauschen. Ja, ja, safe. Und dann safe. Keine Schlüssel mehr rausgeben, sondern nur, wenn Aktionen sind. Das ist der Holz-LKW. Ja. Ach, Jack ist so ein Hornochse, ne? Ohne Witz. Warum? Ja, der stellt einen LKW hier hin, mit Sachen drin und nur er hat den Schlüssel dafür. Wie kann man so dumm sein, ehrlich? Ey, wie kann man so dumm sein, ne? Ey, warte, wie kann man so dumm sein? Was für ein LKW ist das? Holz. Holz. Ich hab den Holzschlüssel. Und ich glaube, der ist im Sterling. Der ist hinter uns. Hinter uns. Also, ja, warte, ich hab, glaube ich, den Schlüssel. Der ist im Sterling. Okay. Hast du gefragt, wie viele Leute die sind? Ne, hab ich nicht gefragt. Warum gibt's mir... Warum zwei? Warum gibt's mir alle beide? Warum gibt's mir alle beide? Ich hab einen Schlüssel. Hast du? Ja, hast du nicht noch einen? Nee. Ich hab gedacht, ich hab den Sterling drin. Ja, ich hab. Komm her. Wo bist du? An dem LKW hinten drum. Wo ist denn der LKW? Hinten, wo der Ding steht. Hinten auf den kleinen Parkplätzen. Ich bin am Telefonieren. Was für kleine Parkplätze? Hallo? Ja, hinten an der Straße. Hinten. Hört es. Ah. Kannst du die Sachen nicht rausholen? Sollen wir alle ihre Sachen jetzt dann rausholen? Ja, gut. Kommt mal zum LKW! Zum LKW! Lass Kraftwagen fahren. Ja, ey, kann man sich dranhängen an den LKW. Bist du bereit, Bruder? Ja, das geht auch da vorne. Klamotten rausholen. Ich bin Müllmann. Memo. Ja. Gucken so um den LKW rum. Ja. Wo soll ich ihre Mülltonne abholen? Curtis. Meinst du, das mit die Masken bringt überhaupt noch was? Das ist doch eh immer der Yankee. Oh. Alter, dieser Regen, please. Mila, hast du schon Klamotten bei? Ja.
Ja. Ja. Ja. Chillig, chillig. Sicher, Digga. Chillig, chillig. Alles klar. Willst du mit rein oder gehst du raus? Was machen, wo machen, was ich, was machen Sachen? Wir sind neben so eine Werkstatt hoch und holen eine Geiseln hin. Mhm. Drei Geiseln haben wir schon von uns. Ja, wie dumm das klingt. Wir haben drei Geiseln von uns. Naja, von Leuten, die wir kennen. Sind ja nicht von uns. Ich bin überlegen, ob ich reingehe oder draußen bleibe. Aber ich glaube, ich gehe rein. Ich würde auch mal draußen bleiben. Ja, dann bleib draußen. Dann ist nicht so langweilig. Überlegt jetzt schon, wer sind die denn hier? Ich bin Timothy. Timothy. Was geht? Machen wir? Therese. Ja, ich bin jetzt. Warte, Machen wir Shops? Nein, jetzt geht's. Nein, wir machen keinen Shops, wir machen direkt da die große Sache. Weil sonst werden zu viele Leute Ops genommen, dann sind wir im Arsch. Ja, okay, ich sag kurz mal. Bruder. Überlegt euch schon mal, ne, wer fährt und so. Und wer draußen bleibt. Ich schließe. Ja, ich bleib draußen. Okay, Juni und ich gehen auf den Verein. Alles klar. Was sollen wir machen? Ich fahr beim Film mit. Hinten rechts. Ihr seid Geiseln. Okay, geil. Habt ihr eine Knarre? Normal. Die kannst du direkt mal abgeben. Wie? Ja, wenn die Cops kommen und euch das suchen, ihr habt eine Knarre, werdet ihr festgenommen. Ja, okay, dann packen wir unseren ganzen Scheiß eben noch weg. Ja, aber ich brauche noch eine zweite Knarre. Ja, was willst du haben? Ich habe 50er oder eine normale? Normale. Nee, warte. Ich guck mal eben, ob die genug Schuss hat. Entschuldigung, bitte. Die hat nur 80. Ich glaube, ich hab eine mit 94 Schuss. Ja, das reicht. Bei mir gibt's Bretter, Kollege. Oberteil, Schuhe, Maske, Hose, gell? Ja. Hat einer von euch noch den Guardian-Schlüssel dabei? Ich glaube ich. Jemand. Kannst du einmal ausschließen? Ja. Nein. Ich meinen schon weggebracht. Okay, let's go. Danke. Wo ist denn Mila jetzt schon wieder hin? Irgendwo hingelaufen. Hey, Curtis. Wäre das nicht besser, wir hätten dann noch zwei Geiseln, die auch Waffen haben, falls das schief geht? Was war das Gedanke? Nein. Wieso nicht? Nur Kieselstein und Bier. Ach so, okay. Nee, weil sonst die Scheiße bauen nur so. Sind da eure Klamotten drin, ne? Die haben wir schon rausgenommen. Was machst du jetzt da? Da sind noch die Klamotten von den Geiseln drin. Die müssen wir ja irgendwie mitnehmen. Hast du Elfenohren? Ja. Darf ich da knabbern? Nee, aber an der Glocke hinten, da habe ich Leckstein reingemacht. Ja, ich kann nicht so viel tragen. Was willst du mitnehmen? Die Klamotten für die Geiseln. Für die Weibers. Ja, die packen wir gleich in den Auto rein, ne? Stimmt, Juni. Na, weil das müsste jetzt hier raus aus dem Guardian. Und in dem Guardian. Die Kieselsteine holen doch den Journey, ne? Ja. Die müssen vorher mit dem Journey herkommen, damit wir den mit Klamotten voll machen können. Für die Geiseln. Ja. Da. Ja. Komm rein. Ach. Wer bist du? Ui. Ja. Was denn? Ach du. Geht. Hä, warum rufe ich Johnny an, wenn ihr hier seid? Ja, ja. Ey, sind das hier die Klamotten da drin oder sind die in den Pounder? John! Ich verstehe gar nichts mehr hier. Hol mal den Johnny hier hin, dann können wir Klamotten da reinpacken. Johnny, die Klamotten im Guardian, was sind das für Klamotten? Ja, dann fahr mich kurz dahin. Ja, Chalas, komm. Den können wir Frauenklamotten oder so, keine Ahnung. Ja, den müssen wir auch mitnehmen dann. Wenn ihr den Pounder aufmachen. Ja. Ey, Curtis! Sollen wir jetzt von hier was auch rausnehmen, oder was? Das sind die Frauenklamotten. Ach so. Sind die Masken auch im Pounder? Ja. Entschuldigung, ich guck. So, warte, sperr mal auf, weil ich hab mir da so eine Maske. Hab ich eine spezielle? Wir haben einen Kürbis, oder nicht? Ey, ist das nur ACLS-Hose oder ACLS-Hose schwarz? Warte mal, haben wir spezielle heute? ACLS-Hose nur. Johnny, haben wir beide spezielle Masken, oder welche nehme ich? Hier. Okay, danke. Aber du nimmst ja auch noch eine normale mit. Oh, Bruder, ja, kümmere ich mich drum. Ja, weißt du warum? Warum? Nö. Dann kannst du deine später wegschmeißen und die normale aufsetzen. Dann wissen wir nicht. Normal, ich muss mir jetzt eine Tasche ballern erstmal und so.
Ja, das habe ich gesagt, dass ihr euch besorgen sollt. Ein Schuh, ein Maske, ein Hose, ein Hose. Ja. Denk, brauchen wir noch zwei Geiseln? Ja, wenn du welche direkt empfühlen kannst, klar. Denk, wer ist das? Wir nehmen einfach meinen Bruder und meinen Cousin. Ja, die so, aber die haben keine Knarren, nix. Die sollen nur nichts machen, ne? Die sollen doch nicht auf die Idee kommen, auf Bullen einzuschlagen oder so. Ja. Machen sie nicht. Und so viele Fake-Geiseln können die durchschauen, ne? Weil wenn die da wieder die Ausweise kontrollieren wollen, frag am besten Johnny. Ich glaube, halt das für nicht so eine gute Idee. Ich sag dir gleich warum. Warte, ich mach das mit denen, dass die keine Knarren haben und so macht der keinen Kopf. Ja, mach. Ist mir scheißegal, ob wir Knarren landen. Falls es zu einer Stürmung kommt, nehme ich aber zwei Stück mit, damit die nicht unbewaffnet einfach erschossen werden von der Police. Weil wir immer auf Geiseln schießen. Ja, mach einfach, wie du willst. Gut. Okay. Eh nur noch drei Stück. Ich hab kein gutes Gefühl. Und Tarsa hat schon mal zwei Geiseln wieder, ne? Ja, und der nimmt irgendwelche Idioten. Der FK kommt nicht mit. Warum? Ja, der hat keinen Bock. Keine Ahnung, was der hat. Hält sich quer. Soll er machen. Warum? Dann soll der draußen bleiben. Wer geht überhaupt rein? Wir beide? Wo rein? Ja, dann diese Geisel-Dings-Scheiße. Ich würde sagen, ne? Und wer noch? Lass nur uns beide machen. Der Rest soll draußen bleiben. Sonst holen die wieder rum. Ich würde halt noch zwei Stück mit reinnehmen von uns. Aber wählen? Dann nehmen wir vier von uns, weißt du, und vier von denen. Ja, aber wählen? Da sind acht Leute drum, keine Ahnung. Keiner hat Bock. Komm, wir fragen mal. Zwei Sterne, aber. Bei mir draußen. Keine Ahnung, dann weiß muss nicht. Ich ja irgendwo. Mila. Weil. Ja? Kannst du bitte den Rest aus dem Kofferraum nehmen? Ich hab keinen Platz mehr. Tum. Hast du die Autoschlüssel weggebracht? Ja. Mila? Okay. Als Geisel fungieren, oder? Nein, die mit drin verhandeln und die anderen bewachen, die anderen Geiseln. Ja, ich komme mit rein und bewache die Geiseln. Okay. Jamal geht 100% raus. Ja, genau. Mila will auch diesmal draußen bleiben. Okay, dann, ich denke mal, Schoko kommt mit. Dann Schoko, okay. Hundred. Hi, zwei Sterne noch, wurde alles umsonst geplant, Alter. Ich weiß nicht mal, wann man Shops machen darf ohne Geiselname, ne? Egal. Chef, da brauche ich nicht. Ja, wollen wir nicht doch die Shops machen? Ja, ich habe aber ein ganz seltsames Gefühl da. Ich würde die Shops gerne machen. Ja, ich ruf Johnny an. Okay, aber nicht, ich glaube, der wird sehr, sehr pissig sein deswegen. Ja, mir doch scheißegal. Okay, ich will nur, dass du weißt, dass du nicht anfängst gleich zu weinen. Die. Okay. Ja, Johnny, richtig mieses Bauchgefühl, ne? Finn hat auch schon angerufen. Was hat er gesagt? Ja, dass die auch nicht so begeistert sind.
Ja, was soll ich denn jetzt machen, Alter? Ja, wir können nichts machen. Gut, von mir aus gehe ich jetzt gleich pennen, dann sollen die alle machen, was die wollen. Mir egal. Boah, der checkt halt nicht. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Gejammer, Alter. Ja, pfff. Dann sollen die. Guck mal, Himmel, kein. Guck mal, Himmel, alles voller Wolken, Blitze, keinen Stern und so. Einfach kein gutes Gefühl bei dem Wetter. Ja, ich verstehe schon. Verstehst du? Ja. Was sollen wir machen? Wir können. Da machen wir Kleinaktionen wie Shops. Nein, bei dem Wetter ist das nicht gut. Ja. Dann das hat für heute. Ich wünsch was. Warte mal, was mit Shops? Ja, mit den Shops können wir heute machen, ja. Aber ihr habt schon mal die Klamotten und die Klamotten können wir ja schon mal irgendwo unterbringen. Alle. Dann machen wir das morgen, genau. Was ist denn los? Ja, Wetterscheiße, ne? Wolken, ja. Himmel, kein ja, Stern und Regen. Ja, mit einem einzelnen Auto kannst du vergessen, weil dann ist der Parkplatz zu. Ja. Über Blitze. Ach, es ist doch so zum Kotzen. Genau, komm doch erstmal mit deinen Leuten zum Yogi Park. Hier, bis gleich. Ich hab nasse Socken. Ich hab auch nasse Socken. Ja. Mama? Jo, was geht? Hörst du das Gewitter? Denn ich höre es gewittern. Ja, ja. Ist euch schon aufgefallen, dass die Straßenlaternen rot leuchten? Mhm. Ja, die flackern rot. Warst du schon beim Medic Center und beim Taxi Center? Was ist denn da? Gut, der ist richtig cool. Die haben da Flackerlichter mit Kürbisse und so. Ja. Da hängen sogar Skelette, die haben Leute aus. Dann scheiß auf die Geiselnahme, lass wir da die Dings machen. Die Shops angreifen. Aber mit allen, mit voller Mannstärke. Jo. Das sind dann wieder so fast 600.000 Dollar. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Zeug, was wir haben? Ja, das packst du halt irgendwo um. Dann machen wir das morgen. Ja, aber wieder in die alten Sachen rein. Da wo es her ist. Jo. Hat jemand noch eine Maske übrig? Kriegen wir das eingefädelt, ne? Kriegen wir das eingefädelt, dass der Kiez die Shops oben im Norden macht und wir. Ja, diesmal machen wir das ein bisschen Dings. Ja, das weil Jeff Kerr hat jetzt mal auch gesagt, die waren im Shop, der war schon und so. Ja, wir auch, deswegen, wir können ja. Lass uns die oben im Norden machen, außerhalb so, und die machen die in der Stadt. Oder so. Ich geh wieder zum West Highway. Ja, Hauptsache nicht in der Stadt. Ja. Wir machen nichts in der Stadt, die sollen in der Stadt machen. Ja, dann werden die aber wieder sagen, es ist riskant und bla bla. Ja, aber wir, ne? Ja, ist für uns genauso. Nehmen ein paar eine Stadt von uns, von denen ein paar außerhalb. Die Border Patrol, hast du mal gesehen, was die für Panzer haben? Ja, wir machen Westside, die machen Eastside. Das ist auch gut, Westside und Eastside. Ja. Aber ich glaube, der Lost kommt halt nicht, ne? Ja, weil im Regen fährst du nicht so gut mit dem Motorrad. Boah, ich krieg hohen Blutdruck, wenn ich daran denke, ne? Sollen die kommen? Wenn die Stress haben wollen wegen ein paar Lederjacken aus dem Kleidershop, sollen die machen. Ich hab die Serie geschaut. Sollen die machen, sollen die kommen und rumballern, aber dann stampfen wir die weg. Bleib mal eben alle hier. Also unsere Leute. Ja, da fehlen doch schon wieder welche. Ja, sollte JFK nicht auch kommen? Nö, Hayes ist noch da. Nö, JFK muss auch nicht kommen. Olem Hayes! Wer schneidet meinen Arm im Roman? Ich bin der Ronny. Sind alle da? Emma ist jetzt gerade wieder weg. Sollen die Geister noch nach hier kommen? Ne? Nein, das ist abgeblasen. Ist abgeblasen. Gut. Zu schlechtes Wetter. Geil. Das hat auch nur Johnny, was mit Wetter zu tun, schon ja. Damit das koordinierte läuft, können wir die Shops entweder in der East Side oder West Side machen, die anderen die andere Hälfte, weil sonst fahren wir wieder zu allen Shops und das. Guck mal, die kommen jetzt hier hin und dann besprechen wir, wer welchen Shop nimmt. Ja, ich nehme einfach irgendeine Apotheke, ist doch, da geht ist ja doch keiner easy, hin. Weißt du? Ah, das ist sehr gut. Oh. Bin ja gut zu, welchen Shops sie nehmen. Ich schau mal meine Tasche weg. Wieso? Ihr könnt doch sagen, dass ihr den East Side nehmen wollt. Hä? Ja, doch.
Kein was? Ihr wusstet ein Problem. Nein, nein, weil letztes Mal bin ich halt rumgefahren, da waren 5 Shops schon gemacht, 5 Shops schon... Deswegen sprechen wir, ja, deswegen uns, sprechen jetzt, wir ab. Uns jetzt ab. Okay, 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 schreib mich nicht an. Ich bin dumm. Jens, genau, hast du vielleicht Laune? Ja, hab ich. Warum? Wegen JFK? Alles nervt mich gerade. Die Kopfschmerzen von dem Wetter. Ich finde das geil. Nee. Die Tropfen laufen meinen Arsch schon runter. Boah, da wird die endlich mal sauber. Boah, schreibe ich an die heute Abend und diese ganzen Tropfen auf mein Journey, klatschen und schaffe gut einschlafen. Habt ihr auch so einen komischen Geruch in der Nose? Sind jetzt alle da? Nein, immer noch nicht, ne? Wir machen das jetzt gleich einfach so, wenn die kommen. Der eine sagt, okay, ich nehme den, dann geht er einen Schritt zur Seite. Okay, erstmal für alle, das Ding für heute ist abgeblasen. Schade. Wer hätte es gedacht? Datencrouch da. wir machen jetzt gleich nur noch die Shops einmal. Okay? Ja. Mhm. Yes. Der Kiez kommt jetzt vorbei. Und dann besprechen wir mit denen, wer welchen Job nimmt. Damit dann alles ein bisschen koordinierter abläuft. Okay? Mhm. Yes. Ja. Ich passe hier diesmal auf, ein bisschen, okay? Mehr Zeit als nur 10 Minuten Anfahrtzeit. Genau. Ja, das können wir jetzt. Das war nämlich sagen. Crap. Jetzt. Weil ich habe nämlich versucht, mein Auto irgendwo außer Reichweite zu haben. Ruhe. Selber Ruhe. Der Regen. Warte, weißt du, haben sie bewegt sich tatsächlich auf das Fahrverhalten aus. In GTA. Und Jamar vielleicht auch schlecht. Also am ersten. Als erstes würde ich erstmal durchzählen, wie viele Leute wir sind. Ja. Sind das nur alle Leute vom Kiez, die vier? Nee, ne? Nein, nein. Nein, die haben alle verpeilt, Bescheid zu sagen, die kommen jetzt alle. Och. Dup, 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 dup. Eine von euch. Und Frank, du siehst so unglaublich scheiße aus, ne, Alter. Bist doch wie immer. Wie, gefall ich dir nicht? Ich dachte, nee. Wir machen ein bisschen Kussi-Kussi auf dem Weg. Da hat einer auf die Nase bekommen. Ich chill mit den Boys in meine Base. Und ich hab nen Dick auf meinem Dinnerplate. Ich und meine Boys sind für immer gay. Was ist das? Nö. Moneyboy. Das ist Moneyboy. Notification Gang. Real lit. Dick. Hallo. Hallo. Tag, Tag, amigo. Glück an dich. Wo ist eigentlich der Crazy? Ja, ist doch Wixen. Sind wir jetzt alle? Ja, ich glaub nicht, oder? Nein. Ich glaub, dass alle da sind von uns. Ich glaub, die hergehören. Wer fehlt? Von uns, Coco, Candle, Sly, Jason, Ortega. Kommen sie mit in die Kiste? Ja, die kommen alle. Wo rein? Kommen sie gleich mit in die Kiste, sag ich. Was für eine Kiste, Jung? Ja, der Neon. Oder was, ach weiß so, ich schon. Ja. Ich will nur schon Hintertürchen. Wo ist Candle? Kommt. Schöner Kuschelkreis, mag ich. Boah, das ist der heftigste Kreis, den ich je gesehen hab. Darf ich in der Mitte sein? Wir sind ein Ball, Ding, das war ein Kreis. Wir sind dein Ball. Hoffentlich kommen die Rocker jetzt und knattern einfach. Ja. Hoffentlich. Dann haben wir direkt die Dings fertig. Da müsst ihr auch keine Geiselnahme mehr machen. Das ist Win-Win. Hä? Ach, jetzt sind wir jetzt alle? Ich glaube, Leute, ne? Im Draft da sind Kabelbänder. Holt euch alle mal ein paar. Warum? Was willst wofür? Du mit dir? Wie, wofür? Ja, ja, keine Geiselnahme mehr. Ich muss sagen, der Push-Funk, der funktioniert richtig gut. Es ist, sehr, es ist Halloween und alle gehen auf Feiern. Gucken Sie sich das Wetter mal an. Ja, aber es ist früh. Oh, es ist halt auch. Aber es ist früh. Es ist früh. Oha, da hinten backen enge Kekse. Endlich kein Regen mehr. Alter. Endlich. Oh mein Gott. Ja, heftig. Oh. Die nehmen einfach wegen mir. Bitte, nee, besser, besser, deine Regentanz gemacht. Warum nennst du mich Candle? Inshallah, kein Regen mehr. Oh, sorry. Ich höre euch auch. Ja, genau. Ich finde, Candy passt auch ganz gut zu dir. Kannst du nochmal kurz vorreden und dann nochmal kurz wiederholen? Du kannst doch gerne nochmal ein bisschen weiter schreien, dann will ich noch mehr Candy sagen. Candy. Reines so Lady-like. Da schwören wir böse Geister. Vielleicht fährst du ja, mit einem weißen Exemplar rum. Der weiße.
Candy, Candy, Candy. Wer ist der Typ da vorne, der da steht? Ich kann nur mehr. Welcher? Sein von Kiez. Blauer Hoodie, gehört schon. Ich hab nichts Zeit, schlafen zu gehen, Alter. Gute Nacht. Gute Nacht. Auch rein, Candy. Ja, halt's Maul, das ist nicht lustig. Gar nicht. Oh, warum? Ich will da aufschauen mit dich. Das ist wirklich, ich finde, das ist... Halt's Maul, Candy. Candy. Ich verstehe den Witz nicht. Also, sie hat gerade den Namen der Lehre gemacht. Candy, nicht weinen. Ja, wohin rennst du denn? Hey, hört auf, Jungs, das triggert sie. Das macht dir doch nur Spaß. Hä, warum denn Candy? Es reicht jetzt. Sag doch einfach, was ist Candy? Warum bist du böse, Candy? Nee, ich will das aber nicht. Sag eher so. Ja, ich bin es. Ah, nein. Das ist los, Candy. Ja, das war jetzt wieder Frank. Sag mal ein bisschen Dinger. Ja, nee, das war einfach beides. Hör jetzt auf, nerv mich nicht. Okay, Anna. Ja, tut mir leid. Oh mein Gott, Klaus. Oh, hört jetzt auf, Donner hier. Als würde ich mit auf der Schreibmaschine rumklopfen. Ich glaube, durch den Regen hier hatte ich die ganze Pfütze vielleicht gleich ein Papierboot. Rotes. Also, wir machen jetzt The Shop. Ist ja alle da, ne? Das war zum Sonntag. Das ist ein Rübsel, den ich tue. Okay, seid ihr alle da jetzt? Von euch? Ich glaube. Ja. Okay. Dann machen wir jetzt gleich die Shops. So, jetzt, damit das alles mal ein bisschen koordinierter läuft, würde ich sagen, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit und sagen nicht, innerhalb von 10 Minuten muss da passieren. Und B, lass uns vorher jetzt aussuchen, wer wohin geht, weil sonst haben wir nicht den Stress wieder, dass jemand irgendwie in einen anderen Shop reinläuft, wo jemand schon ist. Ja. Ist das letztes Mal passiert? Ja. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Oft. Ja. Okay, also, dann lass in Ruhe absprechen. Keine Ahnung, jetzt... Ich nehme den beim Roten Fluss. Gut, ich nehme den neben dem Lonely Gentleman. Nenn die Nummern. Was? Achso, warte. Ich gehe dann bei Frank Europa. 612. Ich nehme die 4. Nein, nicht die. Wie, was denn sonst? Von den Shops. Ich nehme den. Nein, der Shop. Liquor Store 1 von 7. Ich nehme 2 von 7 direkt bei uns vorm Hotel. Ich nehme Gas. Ich nehme Liquor Store 3. Ey, Ruhe. Beruhig dich. Nicht so schnell. Ja, dann doch jeder ich auf, welcher auf. Welchen nimmt, weißt du? Ich nehme den 8. Oder jeder für sich weiß, was das Problem ist. Willst du nicht erstmal kleine Grüppchen bilden, weil ansonsten hast du nachher 2-3 Leute. Nein, alleine. Jeder geht alleine. Also pass auf, ich nehme LTD Gasolin 3. Von 5. Ich nehme also den. Ich nehme 7 von 9. Ich nehme den Schnapsladen raus vom Hotel, das ist 2 von 7. LTD 2 von 5. Hallo, ey, hört doch, wenn einer redet. Ey, das klappt doch niemals. Ich wollte pass auf. Frank, einer auf die Reihe. Okay, Frank, du sagst. Warum hauen jetzt schon wieder welche ab? Und dann gehe ich weg. Frank geht zu LTD 3 Chinatown Gasoline. Okay, ich nehme Rob's Liquor Store 3. 7 von 9. Ich nehme Rob 2. Ich nehme 24-7 Store oben im Norden, 5. Ich nehme LTD 5 von 5. Ersten Liquor Store. Immer noch Mirror Park LTD 2 von 5. Ich nehme die Apotheke in Schumasch. Ich nehme LTD 4 von 5. Ich nehme Rob's Liquor 4 von 7. Ah, ich nehme Apotheke 5. Ich nehme 24, 7, 8, 9. Also 8 von 9. Ich nehme 24, 7, 6. Ja, ich nehme 24, 7, 9 von 9. Mann. Dafür, wir haben ehrlich gesagt 250.000 gemacht von uns und die haben glaube ich auch 210 oder so gemacht. Baumärkte und Apotheken. Hörst du meine Mütze rascheln, den Glocke? Mhm. Warte mal. Doch. Süß, ne? Oha. Ja. Das ist mein Accessoire für heute. Wir müssen jemanden haben, wenn wie eine Katze hier eine Glocke umhat. Wo ist denn mein Fahrrad? Kannst du bezahlen? Ich glaube, ich habe das im. Ja. Wohin mit dir? Ich suche mein Fahrrad. Wir kommen doch erstmal zurück, wir besprechen jetzt erstmal, wann wir das machen. Ja, aber ich kann noch am Handy bleiben. Okay, warte mal.
komm mal wieder zurück. Okay. Mein Fahrrad wurde geklaut. Das geht raus an den Bastard, der mein Fahrrad geknackt hat. Man merkt richtig, dass die ganze Stadt irgendwo auf irgendwelchen Partys ist, ne? Hier leckt nämlich Genix, ja doch jetzt gerade. Blöd. Ja, man darf nicht vergessen, 2 Sterne bedeutet nur, ist nur für das LSPD, ne? Kann sein, dass 70 FIBler im Dienst sind, die zählen da nicht zu. Hat jemand einen Roller hier für mich? Willst du das mit einem Roller machen? Ja, ich fahr mit einem Roller dahin. Ja, die stehen eigentlich alle noch oben, ne? Die sind oben in, boah, wo ist das? Am Strand. Ja, ja. Ich brauch ein Fahrrad. In Treibsand. Du musst doch wissen, welche Zeit, ne? Ja. Jess, hast du dein Fahrrad hier? Dein Lachen ist besser als mein Fahrrad. Ich hab mein Fahrrad hier. Kann ich das haben? Ja, komm mit. Hey, hat jeder von euch einen Shop von Frank zugeteilt bekommen? Natürlich, Chef. Kannst du mir einen Schlüssel, den brauche ich nicht. Ja. Warte. So, wieder. Danke. Raus und ich. Gaso den 4 habe ich dir gegeben, ne? Oder was habe ich. Ja, Gaso den 4. Alter, wer ist er denn? Ein Stern zum Flops. Sind immer noch nur 21 Shops. Danke, willst du mein Schwanz lutschen? Ja, keinen Plan, Digga. Es sind nur 4, irgendwie 22 verteilt. Ich weiß nicht, ob mehr sind oder nicht. Ja, dann bist du die 5, Digga. Sorry, Entschuldigung, das ist der Einzige, den ich durcheinander gebracht habe dann. So, wann legen wir los? Mach ich Rob's Likör 1. Hm. Ja, jetzt noch eine Zeit. Wie viel hast du jetzt schon Shop gehört? Ja, ich nehme den 14,79 von 9. Ich würde sagen, in 10 Minuten. Hast du den zugewiesen bekommen oder nimmst du den? Ich nehme den. Ja, ja, wir haben das gerade anders gemacht. Ja, dann sag mir, wo er nicht soll. Rob's Likör 1. Rob's Likör 1? Ja, wenn jetzt, bist du mit dem Fahrrad? Ja. Ja, warte mal, du kannst jeden Rob's Likör nehmen, den du willst. Wir beide müssen uns einen nur aussuchen. Wir sind die Einzigen, die übrig sind gerade und müssen jeder einen Rob's Likör nehmen. Wollen wir nicht tauschen, Frank? Was hast du? 24,79 West Highway. Ja, dann gib den doch ihm. Gib den deinen, Curtis. Also ich würde an eurer Stelle den Dreier nehmen. Der Dreier war letztes Mal gut. Boserchen? Nimm Rob's Likör 3. Okay? Okay, bei den direkt beim Links, ne? Okay. Ja. Welchen nimmst du, Frank? Ich nehme irgendeinen Rob's Likör. Du, also nimm, ich nehme 24,79, 9 von 9. Ja, okay, du suchst den anderen aus. Okay, halb. Oh, halb ist perfekt, chillig. Komm, halb. Macht jeder genug Zeit. Aber ja. Komm noch mal ganz kurz, Johnny. Punkt halb. Jungs, herkommen einmal. Uhrzeit ist halb, damit jeder Bescheid weiß. Ja, nicht so laut schreien mal alle, ne? Ja, damit die herkommen, die Viecher. Ja, nee, ich meine noch. Hört mich jemand dann hin? So, alle um halb. Ready sein in der Shop. Sorry. Ah ja, gut. Top. Das habe ich auch dahin gehört, das aber ich nicht sagen. Mila, lass dich nicht erwischen. Natürlich. Wo bin ich gerade mit? Wer will wetten, dass da gleich einer drin ist, wo ich hingehe? Die Mission ist jetzt wieder, dass wir einen gezielten Angriff auf die Shops machen.
Weil die Sterne nicht reichen für eine Geiselnahme. Das war knapp. Oder die Shops sind schon alle leer, weil andere Leute das einfach ausgenutzt haben. Und gesagt haben, guck mal, sind nur 2 Sterne da, wir gehen jetzt alle Shops hochnehmen. Zwei Zitronendurstlöscher, Mann. Bei 2 Sternen, ob da, keine Ahnung, Alter, vielleicht $5,000 oder so. $10,000. Irgendwie so. Ja, aber es ist halt wenig Geld, ne? Wir haben das letzte Mal schon gemacht bei 5 Sternen. Wir haben so fast, also jede Gruppe hat fast 300.000 gemacht. Junge, hier ist absolut geh nichts los, ne? Und wir können nicht auf eine Party machen wegen Musik. Keine Ahnung, Biohazard, ich weiß das nicht. Ich glaube 3 Stunden oder so. Gott, ist ja der da oben. Was geht ab, Bacardi? Ja, die sind in Real-Life-Premise unterwegs und hier auf dem Server auf irgendwelche Partys. Du hast Mundgeruch, Ari. Kann man nur Eistee Zitrone trinken, ich bitte euch. Immer Capri-Sonne, ich mag Durstlöscher nicht. Für mich schmeckt das wie Joghurt, der flüssig ist, so ganz komisch. Ekelhaft Zitrone. Schmeckt wie dieser Penner-Eistee, den man auflösen muss. Corona-Partys. Ja, Richard, Lockdown ist ja jetzt Montag, da kann man ja heute nochmal feiern gehen, ne? Aber wer das macht, ist sowieso dumm im Kopf. Erstmal eine Duftkerze machen. Lösbare Eistee, so was von ekelhaft, Mann. Mein großer Bruder hat das immer gesoffen. Ja, und jetzt können wir hier warten. Bruder, 20 Minuten warten jetzt, Alter. Heute ist wieder echt der Wurm drin. Ich glaube, du bist ein bisschen süchtig nach Duftkerzen. Kann das? Je. Danke, ihr Stinkes, die jetzt feiern. Ist so ekelhaft. Ich war gerade Döner holen, bei uns in der Stadt einfach stadtfull. Wo ist der Jedi-Rap? Ja komm, wir hören so lang ein bisschen feinsten Prezel-Rock-Rap. Wo ist denn der? Hier. Ich mach das aber ganz leise.
Hört man das überhaupt? LPK, Dankeschön für den Resub am 18. Absolut Fichte, Dankeschön für den Resub am 2. Shorty, danke für den Prime 35. Max Series, Dankeschön für den Resub am 13. Die Sonne ist gelb. Bonsia, danke für den Resub am 3. Shinix, danke für den Prime am 4. Knistermeister, danke für den Prime. Und herzlich willkommen. T-Frosch, danke für den Prime im 11. Ich bin mal wundern, ja. Alles klar, Digga, danke für den Prime im 3. Readers, danke für den Resub am 7. Partner, danke für den Prime im 3. Colonel, danke schon für den Resub im 41. Red Devil, danke für den Resub im 30. Streiter, danke für den Prime im 3. Swiss TV, danke schon für den Prime im 22. BCE Boomer, danke für den Prime im 13. Dondi Rob, danke schon für den Resub im 13. Dully of Doom, danke schon für 5 Gifted Subs, Mann, Brudi. Vielen lieben Dank. I Dixie, danke für den Resub im 14. Lucy, danke für den Resub im 32. Dully of Doom, dankeschön auch für den Resub im 3. Ene Mene Miste, der Rappitz in der Kiste. Zeldris, dankeschön für den Prime im 3. Tickrix, danke für den Resub im 9. Matze, danke für den Resub im 28. Dobermann Blade, danke für den Resub im 16. Und wieder einen Monat drauf. Das war schon. Und die Dings. Und Fatalitics, ja doch. It's Fatalitics, dankeschön für den Prime 2. Und Golia, danke für den Prime 7. Ja, was machen wir jetzt? Eine Viertelstunde. Ne, ich habe die Staffel 2 noch nicht geguckt. Ich glaube, ich fange heute damit an. Fletcher hat gesagt, der guckt sich bei den Cops dann um halb. Du kannst 2 Tabs aufmachen, Bruder. Kuscheln. Ist nur eine Folge. Ja, ich guck mir die heute Abend an. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Komm, lass uns kuscheln. Boah, ich will das nicht hören. Wir können mal ein bisschen das hier hören. Sneaky, danke für den Resub. Hä? Aber Sneaky, du warst doch Sub. Warum wird mir das jetzt normaler Sub angezeigt zum ersten Mal? Dankeschön. Ach so, du bist auf dem Handy. Ja, da weiß ich nicht, wie man 2 Tabs öffnet. Wir hören ein bisschen Synthwave. Ja, auf Mozart ist Copyright-Dings drauf. Heute war mein letzter Arbeitstag bis mindestens Dezember. Von meiner Schwester, der Verlobte, der hat jetzt auch erstmal 4 Wochen Dings, weil der in eine Gastro arbeitet. Die machen zu für einen Monat. Der kann jetzt 4 Wochen zu Hause rumchillen. Last Christmas geht bestimmt. Warum hat Vater Stay eigentlich eine schlechte Meinung vom Kiez? Ich denke mal wegen diesem einen Vorfall damals auf Homestead, ne? Wenn das überhaupt stimmt, was du sagst, weil ich habe noch nie gehört, dass der irgendwie darüber geredet hat. Ich habe doppelt so viel Arbeit, 24-Stunden-Dienste. Ja, weil Jan schon sehr speziell ist. Ja, der war schon ein sehr spezieller Abend da. Ja, super Lucky, was willst du machen, ne? Wenn diese Leute sich mal daran halten,
nicht auf irgendwelche Events zu gehen und ihre Maske vernünftig tragen und so hätten wir das wieder nicht. Ja, Sneaky. Und ich muss in die Schule, wie dumm, werden die Schulen nicht auch wieder geschlossen? Das sind echt miese Zeiten. Hat er mal gesagt, kurz bevor Elle zurückkam. Ja, aber doch nicht in letzter Zeit. Nicht? Was geht ab, King Guy? Wir warten jetzt. Wir machen jetzt gerade wieder die Shops mit, weiß ich nicht, 30 Leuten oder so. 20 irgendwie so. Oma, wer ist MC Lars? Oh, Nils. Dizzy, danke stimmt für dein Host mit 195. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Für die, die jetzt neu reingekommen sind, wir zocken GTA RP. Und wir sind gerade ungefähr so, weiß ich nicht, 25 Leute und jeder davon raubt jetzt gleich zu gleichen Zeiten einen Job aus. Deshalb sitze ich gerade hier oben. Denn das wird genau in 11 Minuten wird das passieren. Und hallo, hallo Nils, falls du mich hörst oder hören kannst. Du geiles Sau. Was passiert in 11 Minuten? Brady, wir nehmen alle Shops hoch mit. Jeder nimmt einen Shop hoch. So einen gezielten Angriff wieder. Ich bin in meinem Umzugunternehmen und muss bis 6 Stunden die Woche arbeiten, auch bei Corinna. Hihi. Ja, schwierige Zeiten, ne? Da machst du gar nichts. Aber das ist. Warum machen die denn nicht die Schulen zu? War das am Anfang nicht auch so, beim ersten Lockdown-Ding, dass alles wirklich zu war? Ach, ist nur ein Lockdown-Light diesmal. Ich krieg davon eh nichts mit, weil ich bin eh nur zu Hause. Ich trage meinen Teil dazu bei. Oder wie willst du hier runterkommen? Bitte. Ja. Wo bist du? Ja, wie, wo bin ich? Bist du bereit? Wir haben noch 11 Minuten. Warte, ich muss kurz ein kleines Stück springen. Warum hast du Angst? Ich weiß nicht. Hier ist alles so dunkel. Die Lichter spinnen. Wo bist du? Über diesem Club. Wie heißt der Nummer? Ah. Bahama Mamas. Da drüber. Ich bin in Krebsied. Scheiße, Alter. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Pass auf dich auf. Okay. Also, ciao. Die Schulen bleiben offen, weil das beim ersten Mal zu mehr häuslicher Gewalt geführt hat? What the fuck? What's up? Memo, so ein Typ, der an Silvester 10 vor 12 frohes Neues wünscht. Ja. Der Mehmet ist doch bestimmt so einer, der schickt immer diese Kettenmails weiter von WhatsApp. Der kleine Rebauke. Bucky, danke schön für 100 Bits nochmal. Und Sterni, danke für den Prime im 15. Ist echt so? Okay. Ja, stell dir vor, du wirst geschlagen und musst zu Hause bleiben. Ich will trotzdem abhauen dann. Das ist ja dann eine ganz andere Situation. Oh,
Oh, oh, was labert ihr? Mehmet wird nicht gemobbt. Ich hab den Memo lieb. Ich stell mir schon das Stress vor, als Eltern die Kinder darauf zu beschäftigen. Allein die ganze Zeit aufeinander zu hängen, so. Hallo, ist schon Stress. Ultra, Dankeschön für den Prime am 18. Minuten. Aber bei 2 Sternen gibt das echt nicht viel Geld. Ich bin mal gespannt. Du beschäftigst uns ja auch nur Teilzeit, Dodgeball-Spieler. Hey, Bruder, da dodge ich mal einen Tag wieder. Hallo. Außerdem habe ich mitbekommen, dass gestern wieder Teamspeak Faxen gemacht hat. Da war ich ein bisschen froh, dass ich nicht ins RP gegangen bin. Guten Abend, Eis. Ich hoffe, dir geht's gut. Beim ersten Lockdown wurde mir erstmal gesagt, ich soll lieber zocken als rausgehen. So richtig so. Hallo Marco, guten Abend und herzlich willkommen. Fünf Minuten noch. Und wie sehr bockt RP derzeit? Spielst du nur eine Weile wieder? Ja, macht schon Spaß, ne? Ist aber immer so ein Auf und Ab. Manchmal hast du was zu tun, manchmal passieren lustige Sachen. Manchmal hast du gar nichts zu tun, machst du nur Kreis, machst du Unsinn. Manchmal regst du dich auf. Ist halt wie so ein Karussell. Oder eher gesagt Achterbahn. Aber solange ich hier nicht sitze und sage, ich habe gar keinen Bock mehr und so, ist alles fein. War auch wieder angefangen. Wo denn auf Unity auch? Momo? Was ist ein Lied, Junge? Hier um die Ecke ist so ein Liquor-Store, den nehme ich jetzt gleich hoch. Außerdem leben die Zocker eh in einem ewigen Lockdown, die merken fast nichts bis bei Ausnahmen. Ich merke keinen Unterschied, weil ich das vorher genauso gemacht habe wie jetzt. Also ne, ich trage meinen Teil da richtig gut zu bei. Oh, Katze. Ja, hier, nimm schnell. Komm her. Hier hast du 10 Euro. Hier. Hier. Nimm. Nur die Knarre weg. Katze, bleib ruhig. Bleib ruhig, Katze. Die ist doch eh nicht geladen. Geh weg. Nimm dein Geld und lass mich in Ruhe. Nein! Du bist böse, Bagheera. Ich ruf die Bullen. Boah, ich bestell schon lange kein Essen mehr, Bruder. Ich würde doch in der Zeit nichts bestellen. Ich hab da zu viel Respekt vor. Willst du was Süßes haben, Bagheera? Ey, willst du ein Leckerchen? Willst du Katzenminze? Willst du eine Haschrauschgiftzigarette extra für Katzen? Willst du Katzengras? Okay, ignorier mich. Und alle bestellen nur noch online und Einzelhandel stirbt. Anwalt, Alter, bist du irre? Aber vielleicht bringst du ja mal Veränderung. Hallo Hulk, was geht? Du musst Pfannkuchen einfach im Toaster stecken, OCB.
Genau, ich habe auch die weltbeste Schwester, die kocht. Da war ein Kopfauto, Alter. Ich werde auf jeden Fall hops genommen. 100%ig lande ich heute im Knast. Oder ich warte 5 Sekunden. Und 100% Knast heute. Ich geh jetzt Kürbiskusch. Nimm die Scheiße in Europa. Los, du Arsch. Gib mir die ganze Kohle, du Penner. Schneller. Los. Du Arschloch. Gib mir all dein Geld. Pack das sofort in den Tüte ein und rass dich aus. Du Arsch. Ich drill dir jetzt den Rücken zu, sollst du irgendwelche falschen Bewegungen machen? Fick dich. Los. Und pack geiles Kleingeld mit ein. Das ist nämlich alles meins. Klimpergeld und Kaugummis und Alkohol, das ist alles meins. Los! Mein Name ist Kürbis. Lidl Pips. Los, 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 Opa. 18 Stunden warten jetzt. Erstmal eine Duftkerze. Ich sag, die Bullen kommen. Hoffentlich komme ich in den Knast. Kriminelle Schwein. Ich bin kriminelle Schwein. Was nur ist mir geworden? Jetzt raub ich schon alte Opas aus. Bisschen Kleingeld. Was ist aus mir geworden? Ich bin zur Schule gegangen. Ich hatte meine Zukunft vor mir. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Ich fahre ein Auto, was eine halbe Million Dollar wert ist, und du befallst einen alten Opa. Da ist keiner, aber du musst dazu ausspielen. Bin ein kleiner krimineller Genove. Los, Opa, schneller. Ich warte nicht wieder 500 Stunden. Bis du da fertig bist, nur auf zu zettern. Sonst scheiße dir auf den Tresen.
Hast du wenigstens Erfolg? Guten Meine Tag. Sind alle leer. Hi, ich suche mal weiter. Die weiß nicht mal, wer ich bin, Alter. Warum haben die anderen Opas kein Geld in der Kasse? Ihr verdient auch nichts mehr, ne? Hör auf zu heulen, ich nehm trotzdem alles mit, du Pellner. Hör auf zu heulen, sonst schieb ich dir mal einen Faust in den Mund. Hallo? Ah, bei dir läuft. Ja, der Opa hört, weil ich sein Geld nehme. Sieht deine Kasse auch so scheiße leer aus? Ja, diese. Da, ich höre die ganze Zeit nur Klimpergeld. Also ich kann dir bei uns schon mal sagen, ne? Zwei wurden hops genommen von Bullen mit ein, also Coco wurde hops genommen von einem Bullen alleine in einer Streife. Der hat gesagt, sie kann es nur gewesen sein. Und ein anderer wurde auch hops genommen, oben neben dem Esti, die sind dahin gelaufen. Und zwei Läden waren leer. Also vier von uns haben safe schon mal nichts. Das klingt ja auch richtig nach Klimpergeld. Ich hätte heute Sorgen. Bist du morgen da? Na klar. Ich denke, wir sollten einfach so tun, als ob heute nicht existiert hat und morgen. Ich habe heute echt keine Lust. Was sind wir für kriminelle Schweine? Wir sind so armselig. Ich finde, wir machen das einfach morgen alles. Das ist schon gefühlt. Ja, ich nehme jetzt den Sack hier noch mit von dem Opa. Den Sack nehme ich auch mit, da macht ihr keine Sorgen. Als ob ich jetzt nach Hause gehe. Der Sack ist ein Klimperbeutel, Alter. Egal. Da kann ich mich mit an euren Park stellen und Geld verlangen. Was für ein beschissener Alter. Tag. Wieso? Ja, na ja, ne? Wir können nicht mal auf Partys gehen. Ja, ja, das ist ja das, was mich so abfuckt, Digga. Und alle sind auf Party. Gefühlt ist kein anderer in der Stadt. Ja, und wir können nicht unsere auf Party. Leute. Ja, wir können nicht auf Party. Nur weil es noch kein Gegenmittel für unsere Krankheit gibt. Wir haben überall Hausverbot, ist doch klar. Das wir haben echt überall ein Hausverbot. Du hast einen eigenen Club, Bruder. Wir können da ja, selbst da habe ich Hausverbot. Ja, können wir eigentlich, ohne Mucke. Ja. Jeder kriegt Kopfhörer auf den Kopfhörer. Oder mit der Musik gleiche. Von Brezel. Von diesem Rapper Brezel Rocks. Das gilt auch. Aber nur das. Ich bin ja schon überlegen, einfach ein Album rauszubringen. Ich werde steinreich. Alter. Was lachst du, Opa? Was lachst du? Tu das Geld in den Beutel. Er lacht einfach mit. Lacht? Meiner hat richtig Angst, sie zittert. Boah, er lacht einfach mit. Wahrscheinlich, weil der mitzählt, wie viel der Geld der mir geben muss. Und das nur $300 sind oder so. Digga, ich habe auch das Gefühl, das sind nur $600-$700 gefühlt, Alter. Die brauchen 100 Jahre, die Fotze. Beeil dich mal jetzt, du Nutte. Ja, du Nutte. Ja gut, treffen wir uns gleich eigentlich nochmal alle, oder nicht? Ja, bestimmt im Park, oder? Ja, dann lass machen, bis gleich. Bis gleich. Was gibt's da zu lachen, du alter Wichser? Jetzt mach ich einen Sack voll. Du mit deiner Schwanzmaske. Was für ein beschissener Tag heute, Alter. Wir können nicht mal auf irgendwelche Halloween-Partys, Mann. Nur offstream. Ist doch scheiße. Ja, der Kassierer hat eine Schwanzmaske auf. Der ist als Geist verkleidet noch dazu. Ich gehe mich gleich stellen bei den Bullen und sag, ich habe einen Laden überfallen. Der lacht sich auch, fuck this shit, I'm out. Der bringt nichts, VODs und so zu löschen. Kriegst auch einen Live-Dings. Oh. Na, hör mal, was ist denn hier schon wieder los? Los, jetzt gib den Sack rüber. Los jetzt. Du Perlner.
Los! Per! Dankeschön, werden Sie uns bald wieder. Oh, was mit... Ja, geht weg, was? Ich hab eine Knarre. Okay. Ich mach euch fertig. Aber warum denn? Wir haben gar nichts gemacht. Wir wollten nur einkaufen. Ich wollte mich bestimmt erschrecken. Ne, warum nicht? Sehen wir so aus? Das hatten wir nicht vor. Guck mal, du erschreckst uns. Ich geh jetzt nach Hause. Ja, willst du nicht mein Fahrrad fahren? Man kann... Ich will kein Fahrrad. Oh mein Gott, Bruder. Teamspeak kackt ab, Junge. Alle fliegen aus dem Teamspeak raus. Hallo? Was ist das für ein scheiß Tag, Alter? Leck mich am Arsch, Junge. Hier geht gar nichts mehr. Ich bin ungemutet im Teamspeak, obwohl ich gemutet bin. Burrito, das hat Placken. Höchstwahrscheinlich. Mit absoluter Sicherheit. So, ich gebe meine Discord-Permis. Probleme. Hilfe. War gerade im Halloween Cringe. Ich geh nichts mehr. Geht wieder, glaube ich. So, wir connecten wieder. Forex, dankeschön übrigens für den Resub am 26. Aber Synthwave ballert auch mies, ne? Ist nicht schlecht. Ja, wir gucken mal, was jetzt passiert im RP. Gegebenenfalls gehen wir ein bisschen Geister oder so, wenn die jetzt... Keine Ahnung, Alter. Oh, ich hab doch auch keine Ahnung. Ich komme aus Duisburg. Nordrhein-Westfalen. Ich weiß aber nicht, ob irgendeiner da ist wegen Dings. Phasmo.
Okay, ich glaube, der ganze Server ist abgeraucht. Oh, der Holik hat mir gerade einen Clip geschickt. Den möchte ich mir aber jetzt nicht angucken. Der soll wohl richtig wild sein. Ninja, keine Ahnung, ich kenne das nicht. Ich bin richtig schwierig, wenn es um Games geht, ich bin ehrlich. Ach Mann, ich hab mich gerade rasiert und sehe jetzt aus wie ein 15-jähriger Kick aus. Ne, wir haben den Server nicht lahmgelegt, hoffentlich. Gleich eine Runde CSGO. Boah, ich habe schon übertrieben lang kein CSGO mehr gespielt. Und hab so nicht vor. Nee, ich guck den Clip nicht. Wahrscheinlich ist das ein richtiger Kicker-Clip, wo irgendwie beleidigt wird oder so. Hab ich keinen Bock drauf, da eine Plattform zu bieten. Da ist aber gerade bestimmt irgendwas passiert. Es gibt viele, die noch CSGO spielen. Ach, Server geht auf jeden Fall. Hacker sowieso. Ich glaube, dass der Server wieder funktioniert. Bisher sieht es so aus. Ich spiele CSGO mit Dachpappe 5. Ah, jetzt geht, glaube ich. Oder auch nicht. Es gab auf jeden Fall einen kleinen Rollback von ein paar Sekunden. Da werden wahrscheinlich einige ihr Geld jetzt verloren haben. Ich hab meins noch. Was geht ab, Hetzer? Guten Abend. Hat es gegeben. Nö, Hetzer, heute ist der Wurm drin, heute hast du nichts verpasst.
geht nix gerade. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ja, sorry, Oma. Hallo, Motherfucker. Wizard, danke Dankeschön für den Prime 6. Grüße, Kürbsen. Erkältet, dann gute Besserung. Peter Klauser, Dankeschön für den Gift-Zap an die Jute Vandrina. Hallo, Motherfucker. Und Last Layer, Dankeschön für den Prime 10. Zelay, danke schon für den Resub im 21. Bulli. Danke, danke, danke. Sprich Book of Harry Potter. Kann man jetzt schon nachgucken, ob der dieses Jahr noch auf Netflix kommt? Der müsste doch eigentlich nächsten Monat schon kommen. Tut der doch immer. Reeps, danke schon für den Prime im 13. Oh mein Gott. Es fängt schon wieder an zu regnen. Hattest du Erfolg? Ja, und du? Ich auch. In meinem Sack sind ungefähr $15,000. Bei mir auch. 15.000 und einer. Warte, ich guck nochmal. Ach, bei mir ist auch noch ein Penny drin. Der eine war wie... Was? Füße. Füße. Es regnet schon wieder. Es regnet echt? Schon wieder. Ich bin heute als Erdbeer verkleidet. Okay, das... Ich bin der Dungeon. Und heute zu Halloween bin ich der gruseligste Beruf, den es gibt, Erdbeerpflücker. Gibt's keine okay. Halloween-Party? Eigentlich schon, aber irgendwie... Was ist mit dir los? Ach, Grüße. Das ist so ein scheiß Tag heute. Ja, ich geh pennen. Ja. Weißt du, als es angefangen hat zu regnen, hab ich ein bisschen Angst gekriegt. Ja. Gab's Turbulenzen? Nö. Du siehst ja, ziemlich geknickt aus. Warte, ich hab was. Der stand an meinem Laden, da kam der Haze. Und ich dachte, Scheiße! Danke. Ich sag, ja, jetzt schon noch jemand. Hab wieder. Wieder kam. Der hat doch einen Zugeteilte bekommen. Ja, anscheinend nicht. Boah, typisch Hasenbilder. Wo sind die anderen? Also, Salty war gerade hier, die ist pennen. Ja, die geht schlafen. Verrückt. Wo hier, bitteschön. Oh, danke. Dankeschön. Warum krieg ich eine richtig was soll top ich denn Story? Ich hab mir so eine richtig gute Story überlegt. Dann kriegst du von mir auch noch was, bitte. Dankeschön. Schmecken lassen. Wo ist denn Johnny? Hallo? Weiß nicht. Ich telefoniere mal durch. Hallo. Max geht nicht ran. Memo klingelt, aber geht nicht ran. Was für ein dreckiger Scheißtag. Ja, ist ehrlich nicht so ein toller Tag.
Stolen Dead? Ich kann keine reisen. Volti meinte irgendwas vorhin, dass jeder Shop, wo sie war, war nicht, also war weder wir noch die Kieselsteine, sondern immer so lila, ne? Von denen wurden zwei Leute oder so hops genommen, ne? Ja, mach ich, echt? Mach ich. Naja. Besser so. Komisch, dass die gleichzeitig... Ich wollte aber auch auf der Suche nach einem Laden, alle hatten kein Geld mehr. Ja. Der Hase war bei mir, aber der war mit seinen Cousins da. Er sagt, der ist mir scheißegal, Hauptsache ich kann jetzt irgendwo Cops knattern, ist er wieder abgerannt. Was? Ja, ja. Boah, der Typ, ne? Der hat gesagt, fahr zum Baumarkt. Der will wieder irgendwas umbrettern. Ja, keine Ahnung, bei jedem auch Mailbox, ne? Oder erreicht die überhaupt jemanden? Ne, gar nichts. Ja, nur, super. Memo Science hat geklingelt, aber er ist nicht angegangen. Müller geht auch nicht rein. Scheiß Feiertag, Alter. Craig war auch unterwegs, ne? Ja. Ja, geht auch nicht. Jammer auch. Craig ist nicht da, Finn, Johnny. Mo erreicht auch nicht, Phil auch nicht, Finn auch nicht. Ja, lass mal ein paar Cops brettern. Ich hab Luftpumpe bei. Hey, zahl das jetzt auf mein Privatkonto ein. Wer hält da? Natürlich. Was nicht? Hä? Der im Auto. Der im Auto sitzt, oder? Ach so, da sitzt der. Im Chef, da sitzt der nur. Okay, da komm schon mal weg. Ich würde mich eigentlich gerne irgendwo reinstellen, ne? Ja, lass doch wieder bei unter den Dings gehen. Ja, bitte. Ja, aber boah, lass mal aus dem Regen raus, bitte. Hallo, ja. Lass mal bitte wieder da runtergehen. Vorne um die Ecke so eine Unterführung. Bei uns geht keiner dran, ne? Wie? Ja. Wie meinst du das? Ja, keiner geht im Handy. Wie, wo sind die denn alle? Keine Ahnung. Ach so, okay. Ab in Knascht. Niemals. Wahrscheinlich alle hops genommen. Nee, alle. Nee, allein zwei von uns wurden hops genommen, Safe Call. Ja, das war also in meinem Sack sind 15.000 drin. Ja, wir haben auch insgesamt 75 oder so. Wow. Ja, wir müssen einfach morgen gucken. Lass uns heute vergessen. Heute ist der schlimmste Tag, den es hier in dieser Stadt jemals gab. Es ist einfach nur unangenehm. Mann, ich will auf Halloween-Partys. Ja, ich auch. Aber lass doch gehen. Ja, viel Spaß, Digi. Ja, viel Spaß. Ich hab Ohrenschmerzen, ja. Erst fuck. Ja, ich auch. Ja gut. Treffen wir uns morgen einfach, Curtis, oder? Oh. Ja, gleiche hey, Uhrzeit, hast du das ne? Shop ja, ja, machen wir gleiche Uhrzeit? Oh. Ja. 8 Uhr oder was? Ja. Ja, okay, hatte. Hadi, tschüss. Ciao. Tschüss. Was? 8 Uhr? Heide, Kuss. Tschüss. Das hat sich überhaupt null gelohnt. Nee. Warum stehe ich auch heute auf? Warum kann ich nicht in die Zukunft gucken? Ja, wenn das so einfach wäre, ne? Jeff, hast du jetzt auch was gekriegt oder nicht? 15. Und du? Ja, ich auch 15. Ich auch. Ja, dann ja, haben wir schon mal 45. Das ist schon mal in Ordnung. Wenn der Rest jetzt auch ich denke mal so hat, Mila und so. Wenn deren nicht leer war, dann haben die bestimmt auch was. Aber ja. Vielleicht erfahren wir das jetzt morgen. Wir wollen es mal nicht beschweren. Ja, ja. Wenn die gepackt wurden, müssen die das Geld abgeben, ne? Ja, dann schon. Wenn wir wissen, welche Läden die haben, dann könnten wir mal abfahren. Oh, warte mal. Wer hatte 2 nochmal? Memo hatte, glaube ich, zwei Apotheke... Mila hatte Apotheke 2. Sicher? Weil ich hatte Apotheke 3, ja. Genau, du hattest 3, genau. Ich dachte, Memo hatte 3. Ja, dann hatte sie 2, ich hatte 5. Das ist oben am Kleidungsladen da beim... Ja, ja. Dann müsste die schon wieder hier sein. Ja, ich glaube... Das meiste erfahren wir bei mir gibt keinem Handy. Nee, bei mir auch nicht. Genau nicht. War TK dabei? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube, der war mit Hase. Habt ihr Hase schon angerufen? Geht auch nicht dran.
Also wenn der nicht reingeht, dann könnte das echt was Schlimmes heißen, aber... Bei dem ist da immer was Schlimmes. Grüße! Ja, wir sind hier zu dritt am Park. Wo seid ihr alle? Ja, bist du allein oder warst du mit TK? Okay. Ja, warst du erfolgreich? Boah, das hat sich ja übelst gelohnt. Ja. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Wir sind reich halt vorher. Ihr habt auch keinen einzigen gesehen, ne? Ich hab nur Salty gesehen, die kam in meinen Laden rein. Ich glaube, bei mir gegenüber war ein Laden, ich glaube, da war der Key. Ich glaube, die wären niemals gekommen. Nee, nee, nee. Ja, wir sind hier hinten. Kommt hier runter. Das ist der beschissenste Tag, den ich je in meinem Leben hatte. Gut, dass du den nicht angerufen hast, Curtis. Warum? Der hatte schon eine schöne Musik am Laufen. Er meinte auch, er hat gesagt, ihm ist das Geld egal, er hat einen neuen Riesen gekriegt, aber er wollte halt Kopf brettern. Du hast gar nicht so dabei was. Hase? Ja, ja. Wie, du willst Kopf brettern? Ja, ja, normal. Die blöden Wichser. Weißt du, ne, ich will nicht drüber reden. Heißt Missgeburten. Auf jeden Fall, ein Brett ist offen. Ja, ja, da kam keiner. Du hast nur 9000 Dollar bekommen? Ja, 9033. Ja, 54.000 bis jetzt, ne? Wir erreichen keinen von den anderen, ne? Kent hat auf jeden Fall, glaube ich, zwei gemacht. Wie, der hat zwei gemacht? Ja, erstmal den am Highway, wir wollten erstmal die Nummer 7 nehmen, weil wir uns dachten, ja, da kann man gut auf Dach, die ist das. Dann auf einmal taucht Kent wieder auf. Dann will ich nach Harmony zu der Apotheke, weil ich denke mir, ja, Baba, das ist auch ein Dach. Und dann steht da auf einmal Schoko schon rum, Junge. Er beurteilt Jobs, je nachdem, wie man aufs Dach kommt. Aber danach gab es den perfekten, aber den verrate ich nicht, Curtis. Da gibt es noch einen, der ist gut. Hoffentlich kommen die nächste Mal. Verrat den lieber nicht. Ja, aber wo sind denn die anderen jetzt? Ich ruf nochmal an, ne? Mo. Geht nicht, also Mailbox. Ich hab durchgeklingelt, alles. Ja, okay, alles dann brauch ich belegt. Nicht mehr. Ich hab auch gerade durchgeklingelt. Was denn mit TK und so? Wir sind oben im Hotel geblieben. Ja, ich sag doch von den meisten, wenn wir es morgen wieder hören. Mein Gott, ist was machen wir jetzt? Komplett sinnlos, ganze Stadt auf irgendwelchen Partys. Ja, ich würde dann sagen, ja, sonst bleibt nichts anderes übrig, in Bude zu gehen. Vielleicht, weiß ich nicht, 2 Uhr ein bisschen scheiße. Ja, wir machen andere Shops im Norden. Wenn die knattern? Ding, das lohnt nicht. Habt ihr schon auf Dosen geschossen? Ja, ich weiß nicht, ob du schon auf Dosen geschossen hast. Ja, ich habe auch schon auf Polizisten geschossen. Ah, sehr gut, das freut mich zu hören. Also sind sie gut ausgebildet. Ja, von mir aus können wir noch einen Shop machen. Also mein Vorschlag war jetzt, Brettspiele zu spielen, aber... Ja, auf gezwungene Scheiße jetzt auch keinen Bock, ne? Ja, also wenn ich glaube, die Kassen sind leer. Meinst du? Na klar. Egal, Jungs, lass einfach auf 54.000 Dollar wichsen. Wir sind ja schon dem Ziel ein 16. näher. Hast du das ausgerechnet? Eine prima Nase. Prima Nase. Was für ein beschissener Tag. Was ist denn eigentlich mit den Lampen los? Ja, die sind am Flackern. Ich glaube, die sind defekt. Alle. Also. Alle. Ganze Stadt. Geh mal auf Mount Chiller. Ganze Stadt am Blinken. Im gleichen Intervall. Alle gleichzeitig kaputt. Da hat wer die Stromrechnung nicht gezahlt. Ja, ich würde sagen, reicht nicht. Vielleicht, wenn jemand nochmal rauskommt, ich komme auf jeden Fall um 12 nochmal aus dem Booth gucken, ob was abgeht. Denke ich mal. Ich kann man vielleicht ein Brett verteilen. Hier kommst du nur zur Nachtschicht raus, ne? Auch. Ja, ich glaube, heute wird nichts mit Nachtschicht.
Ja, toll. Ja, also spielen wir doch jetzt Brettspiele. Hast du überhaupt einen Super Nintendo? Wie? Was hat denn das mit Brettspielen zu tun? Was für Brettspiele, Junge? Mario Kart um 10er? Mit so Monopoly. Okay. Monopoly, da ist schon eine BMW-Version. Nur eingebacken. Ja, die Monopoly. Mit den Neandertaler-Figuren. Keine Ahnung, ich gehe ohne Beruf. Also ich sag euch, wie es ist, ne? Ich finde den Tag schon erfolgreich. Wir sind mit Kiez losgefahren, sitzen schon im Knast. Ich wünsche euch was. Stimmt. Ja, hat er recht, ne? Wo er recht hat, hat er recht. Ne, kann ich gepennen. Haut rein. Ja, wie ich schlaf gut. Absolut keinen Sinn. Junge, was ist das für ein Tag heute? Gehen wir morgen wenigstens Brettspiele. Ich guck mal, ob einer da ist, wie Geld hat. Gute Idee. Ansonsten ist das heute eine kurze Geschichte nur. Besser für mich, dann kann ich The Mandalorian gucken. Ja, nicht alle spielen Among Us. Solo-Runde gab. Oh mein Gott, Bruder, bitte nicht. Wo ist Dexus? Aber ich glaube, Dexus zockt auch gerade, ne? Der ist bestimmt in der Permis.